Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 1 plus 2,5, muss man sagen. Also weil wir sind heute Abend und mir sind drei Spieler zur Seite gestellt worden, beziehungsweise drei Gestalten, die Charaktererschaffung überlebt haben, die heute mitspielen werden. Yes. Genau. Mal gucken, vielleicht, es war knapp. Aber vielleicht schaffen wir es ja, die während dem laufenden Abenteuer dazu zu bringen, den Weg hier der Charaktererschaffung zu gehen, damit wir danach nochmal weitere Charaktere entsprechend erschaffen können, was man halt so tut. Auf jeden Fall ist es total super, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir können euch heute Abend auf jeden Fall eins versprechen, nämlich absolut mega coole Retro-Traveler-Action. Es wird tief reingehen in das dritte Imperium. Wir werden Dinge wiedersehen und Sachen erleben. Und das ist jetzt tatsächlich nur der Beginn, der Auftakt zu einer mehrteiligen kleinen Kampagne. So wie wir das in der letzten Zeit ja gerne mit dem einen oder anderen System machen. Wie lange das genau dauert, werden wir mal schauen, je nachdem, wie sich meine Kollegen anstellen. Ich finde das immer so schlimm, wenn man dann sagt, Opfer bei Traveler und so weiter und so fort. Also nachdem die Charaktererschaffung überlebt haben, sind die keine Opfer mehr. Das ist echt so. Genau. Also die sind gestanden dann schon, könnte man sagen. Ja? Also. Wir haben schon was erlebt. Ja. Ja, manche von uns mehr als andere. Ja, und manche haben auch schon mehr Gin getrunken als andere. Also von das wird auf jeden Fall hochgradig spannend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese Truppe anstellen wird. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie wir das alles angehen, weil diese Truppe ist so dermaßen mega untypisch für das, was man standardmäßig als Abenteurer dann sehen würde. Da haben wir gedacht, scheiß drauf, wir spielen einfach ein ganz normales Abenteuer, mal gucken, wie sie damit klarkommen. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wieder mit einzugreifen. Ihr habt eure Kanalpunkte und ihr könnt die nutzen. Ihr kennt das Spiel schon von anderen Streams. Ihr könnt wahlweise unsere Protagonisten unterstützen oder euren liebgewonnenen Antagonisten. Das bin ich. Also von daher, ihr könnt Zusatzpunkte raushauen und Spielleiterwillkühren kaufen. Ihr könnt Spielerwillkühren verteilen und ihr könnt Rerolls damit eben tatsächlich ranholen. Funktioniert das so, liebe Inge? Oder habe ich da was falsch erklärt? Nein, das haben Sie absolut richtig erklärt. Ja, wir haben auch ein passendes Boardsystem heute eingespielt. Also begrüßt mit mir zusammen die vierte Komponente dieser herausragenden Truppe, nämlich den Bordcomputer der Privatjacht der Baroness von und zu Winzer Inge. Nur hallo, Inge. An Bord. Ja, egal. Willkommen an Bord. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen an den Einstellungen noch ein bisschen arbeiten. Aber jetzt würde ich sagen, wir legen einfach los und spielen mit euch zusammen Traveler, Classic Traveler. Für alle diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, bleibt dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Und für den Rest von euch, holt schon mal eure dicken schwarzen Schinken raus. Ich bin mir sicher, ihr werdet da drin auch ein bisschen durch die Gegend blättern, um festzustellen, was haben wir wie genau gemacht, welche Fehler hat der Markus gemacht. Also ich bin immer gerne bereit, dass ihr mir die mitteilt, damit ich sie ignorieren kann. Und zum anderen natürlich, was hat der Markus an dem Abenteuer, was wir spielen, verändert? Weil ich musste das natürlich an Dinge anpassen und Sachen. Und ach, das gehört einfach mit dazu. Egal wie, wir steigen jetzt direkt ein in die Action. Fühlt ihr euch bereit, liebe Leute? Aber sowas ja, von. Natürlich. Ah, willkommen an Bord. Sehr schön. Da haben wir nämlich heute Abend die liebe Viola in ihrer liebgewonnenen Rolle als Millicent Winzer. Millicent Elizabeth Margaret Barbara Marion Winzer. Ich glaube, nach Millicent aufgehört, mir es aufzuschreiben. Nennen wir sie doch einfach hiermit offiziell die Baroness. Ja, die Baroness. Genau, mit ihrem berühmten Gehstock. Aus den Zeiten, als sie damit noch Leute tatsächlich aus dem Ladies und Gentlemen Club verprügelt hat. Das ist lange her. Gerüchte. Dann haben wir den lieben Jan. Hallo Jan, wie fühlt man sich so als Horatius Olmec? Ah, großartig. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Habe doch keine Alterswürfe machen müssen. Ja, das ist schon unverschämt. Also das...
Und bin stolzer Besitzer eines Scout-Raumschiffes, auch wenn ich das noch abbezahlen muss. Ja. Das aber musst ein du eigenes haben. Raumschiff. Du besitzt dein eigenes Raumschiff, das ist nur momentan natürlich verleased, damit du überhaupt die Unterhaltskosten dafür zahlen kannst. Das ist nicht ganz so leicht, aber hey, du hast ja eine andere Anstellung gefunden. Ja. Und dann last but not least haben wir den lieben Chris als Parsival Fist mit dem Spitznamen. Oder auch Paisy. Patsy. Ja, Paisy Fist. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ehemaliger Raumpirat und jetziger Bodyguard der Baroness. Jetziger Bodyguard der Baroness. Und Horatius, du bist der Privatchauffeur der Baroness. Ja. Also auf gut Deutsch, der Pilot. Genau. Irgendjemand muss das Ding ja fliegen. Genau. Irgendjemand muss das Ding ja fliegen. Genau. Also du bist Pilot der Inge. Also das Nein. Ich bin Pilot des Raumschiffs. Inge ist mein Navigationscomputer. Aha. Also die Inge das Raumschiff mit dem Bordcomputer Inge. Also ich schlage vor, dass wir das Raumschiff Centurion nennen. Centurion. Das klingt das besser. Klingt super. Das erinnert mich an irgendwas, was ich gerade die ganze Zeit vor Augen habe. Das liegt, glaube ich, links neben Jan. Was? Oh, Zufall. So ein Zufall. Okay, gut. Also, wir haben das Raumschiff Centurion. Sehr gut, passt doch. Klingt doch super. Ich bin der Pilot der Centurion. Genau. Ah, überragend. Der Pilot der Centurion mit dem Bordsystem Inge. Gut. Wichtige Meldung. Wir haben gerade, ich war ganz kurz out of character, aber wir haben gerade super viele Abos geschenkt bekommen von dem werten Krieger des Med. Der hat uns nämlich 5 Abos dagelassen, wenn ich es richtig gesehen habe. Yeah. Ja. Mega allein krass. Für den Namen gibt es 2 Daumen. Ja, genau. Aber Krieger hallo. Ja, vielen Dank und schön und herzlich willkommen und vielen Dank an Maral de Knife und an Pyro Nils, schon 8 Monate dabei. Und ganz viele andere. Und wir haben auch schon natürlich mindestens eine Spielleiterwillkür, eine Spielerwillkür, einen Reroll für die Spielleitung. Okay, das muss ich festhalten. Das ist okay. Dinge. Da kannst du nicht mit mir arbeiten. Also, nein, keine Sorge. Wir haben eine Spielleiter. Genau. Und dann noch einen Reroll für die Spielleitung. Natürlich. Die Sympathien sind eindeutig verteilt. Ich mag das. Ich mag das. Ich finde das gut. Nicht, dass du sowieso entscheiden kannst, was du willst. Ja, und weißt du was? Ich mache es mit großem Spaß dran. Ja. Das ist noch viel geiler. Ich glaube, ich habe noch einen Termin. Ich muss leider weg. Schade. Gut, okay. Steigen wir mitten ein zur Hintergrundgeschichte. Wir befinden uns aktuell auf dem Planeten Rup. Der Planet Rup liegt in den Spinnwärtsmarken. Das kennt ihr schon. Und zwar im Regina-Subsektor. Irgendwo klingelt es da. Ja, genau. Das hatten wir schon mal beim letzten Mal spielen. Das ist der Regina-Subsektor. Hier unten liegt Regi. Seht ihr das überhaupt? So seht ihr es, glaube ich, ne? Keine Chance. Naja, tut einfach so, als würdet ihr es erkennen. Alles gut. Jawohl. Also, da unten. Ja, also hier unten ist. Eindeutig. Also da unten ist. Ach, vergesst es doch. Also hier oben liegt auf jeden Fall Rup, so halbwegs in der Mitte der Spinnwärtsmarken. Und an einer der großen Strecken, also von daher ist das eine gut befahrene Ecke, ist auch ein großes System, ist allerdings trotzdem eine gelbe Zone, weil dort herrscht ein, also man sollte es nicht zwingend Bürgerkrieg nennen, aber es ist eine Ecke, wo eben Dinge passieren, gerne mal. Der ganze Planet ist mehr oder weniger komplett mit Wasser bedeckt. Das ist eigentlich immer eine tolle Sache, weil, wie wir wissen, braucht man Wasser vor allen Dingen eben auch, um Raumschiffe zu betreiben und sowas. Also toll. Das macht das zu einem tollen System. Das einzige Land, was es gibt, sind in Wahrheit hohe Unterwasserberge, auf denen sich die gesamte Bevölkerung dann einfindet. Das heißt, Platz und Raum und so weiter ist wirklich, wirklich eng. Also die meisten Leute leben auf faktisch gesehen wenigen Quadratmetern, weil für mehr ist einfach kein Platz. Dazu leben Leute eben tatsächlich auch auf großen Schiffen und solchen Sachen. Also da ist, es gibt Menschen, die ausschließlich im Endeffekt auf Schiffen leben und faktisch nie auf Land sind. Also Land ist wirklich teuer und wichtig. Aber das hält natürlich Leute mit ausreichend viel
Vermögen und entsprechenden einem familiären Hintergrund nicht davon ab, zum Beispiel eine kleine Privatinsel zu besitzen. Und dazu gehört zum Beispiel die Familie Winzer, die mehrere davon besitzt. Und die liebe Erbtante Millicent Winzer ist auch innerhalb sowohl der High Society des Planeten, also der adligen Gesellschaft des Planeten, wie auch insbesondere innerhalb ihrer Familie durchaus für ihre Exzentrik verschrien. Das begann damit, dass sie in jungen Jahren eben tatsächlich aktiv versucht hat, sowas wie einen Todeswunsch auszuleben. Und kamen immer wieder Gerüchte auf, dass diese eine Wrestlerin tatsächlich doch in Wahrheit irgendwie eine Adlige gewesen sein soll, die einfach nur unter dem Namen The Baroness irgendwie sich da wilde Schlägereien geliefert haben soll. Dann gab es die große Gin-Krise von 42. Das ist aber auch eine Geschichte für ein andern Mal. Und also auf jeden Fall ist es so, dass seit vielen Jahren sich die Familie Winzer doch auch darum bemüht, auf verschiedenen Wegen ihrer Tante, Tochter, Schwester klarzumachen, dass es eigentlich an der Zeit wäre, vielleicht aufs alten Teil zurückzukehren, um Platz zu machen für die nächste Generation. Ja, das hat die Frau Winzer damit beantwortet, dass sie sich A, ein unfassbar teures Raumschiff angeschafft hat, B, sich einen passenden, richtig abgefragten Piloten geholt hat, bei dem sie auch darauf besteht, dass er immer bitte im passenden Scout-Tarnanzug durch die Gegend läuft, egal zu welcher Gelegenheit. Besonders bei Ich hab ja nichts anderes. Was anderes kriegst du nämlich einfach auch nicht. Und zu guter Letzt natürlich der Bodyguard, der ein Raumpirat ist. Und das wird nicht verschwiegen, das wird bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit erwähnt. Natürlich sind die Gerüchte, die da existieren, dass die Baroness in Wahrheit mit ihren zwei stattlichen Herren Verhältnisse pflegt, völlig aus der Luft gegriffen. Verständlich. Natürlich. Heikelste Gerüchte. Genau. Also die Baroness ist in die Jahre gekommen, aber das hält sie nicht davon ab, immer noch resolut zur Sache zu gehen. Im Laufe der Jahre. Ist nie zu jung für ein Abenteuer. Definitiv. Zumal das ja auch zu den Dingen gehört, die du gerade im späteren Abschnitt deines Lebens wirklich lieben gelernt hast. Also Lesen von Büchern und solchen Dingen. Du hast dich ja massiv fortgebildet die letzten Jahre. Und dabei auch ein neues Interesse entdeckt, nämlich das Sammeln von Antiquitäten. Insbesondere Antiquitäten aus der Zeit der Geheimnisvollen. Die Geheimnisvollen sind eine uralte Rasse gewesen, die die Galaxis beherrscht hat, bevor überhaupt die Menschen irgendwie ansatzweise ihren Planeten verlassen haben. Man geht aktuell davon aus, dass sie vor ca. 300.000 Jahren das gesamte Gebiet dessen, was die Menschen als Imperium inzwischen bezeichnen, beherrscht hat und noch weit darüber hinaus. Also das heißt, es ist noch gar nicht klar, wie weit der Einfluss der Geheimnisvollen ging. Die Geheimnisvollen müssen relativ plötzlich komplett verschwunden sein. Es gibt Anzeichen für einen gigantischen galaktischen Krieg, der stattgefunden haben muss, aber der muss sehr schnell vorbei gewesen sein. Und inzwischen gibt es tatsächlich nur noch Reste. Und alles, was man hat, sind eben Artefakte aus dieser Zeit. Und mit den wenigsten, allerwenigsten Sachen haben die Menschen und selbst mit ihrer fortschrittlichsten Wissenschaft bisher irgendetwas anfangen können. Aber man ist sich jetzt auf jeden Fall schon sicher, dass der Entwicklungsstand der Geheimnisvollen sehr viel größer gewesen sein muss als alles, woran die Menschen aktuell überhaupt wirklich sinnvoll denken können. Darüber hinaus haben die Geheimnisvollen aus einem auch bisher unbekannten Grunde die Menschheit über die Galaxis verteilt. Weil tatsächlich stammen die Menschen von Terra, aus dem Sol-System. Aber es gibt verschiedenste Planeten, die schon bevor die Menschen überhaupt mit eigenen Raketen Sol verlassen haben, auf anderen Planeten als Menschen existiert haben. Die Geheimnisvollen haben vor 300.000 Jahren entsprechend dort Menschen verteilt auf diesem Planeten. Warum, ist nicht bekannt. Aber das bildet tatsächlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Völker, unter anderem auch zwei parallele Reiche zum Imperium, die von Menschen primär beherrscht werden.
die aber definitiv nicht zum Imperium gehören, sondern zum Teil sogar damit massiven Krieg führen. Ja, also du hast eine wundervolle kleine Sammlung von Gegenständen, die natürlich auf deiner wundervollen kleinen Insel. Auf deiner wundervollen kleinen Privatinsel, die natürlich ein absurdes Geld gekostet haben, was deiner Familie auch nicht gefällt. Weil du drauf und dran bist, das Familienvermögen sozusagen zu verschleudern. In erster Linie ist das mein Vermögen. Mhm. Ja, das ist das, der was genaue du Betrag wird berechnet. Einen Moment. Zu viele Nullen. Inge, Fehler. Mein Darling, Fehler. Nicht jetzt, mein Darling. Verzeihung. Gut, also wir befinden uns auf jeden Fall auf Rub auf deiner Privatinsel. Und ihr seid beim Nachmittagstee. Pixie, my love, würdest du mir bitte einen Gin bringen? Jawohl, Baroness. Ja, das muss Liebe sein. Ich danke dir. Dann gehe ich hier mal einen Gin holen. Ja, der Gin ist nicht weit weg. Da gibt es so eine Bar mit verschiedenen Gin-Sorten dann dabei. Aber du weißt ja, was um diese Tageszeit der korrekte Gin wäre. Ja, absolut, ja. Ich habe ja gelernt, mehrere Stockhiebe, schmerzlich. Und bringe ihr natürlich den Gin, den sie braucht. Nimm dir auch etwas, mein Love. Sehr schön. Und Horatius, mein Dear, möchtest du auch etwas? Gerne. Ja. Bedient euch, Jungs. Alkohol für alle, aber das kennt ihr. Also ja. Der Tag beginnt eigentlich diesbezüglich sogar relativ spät. Es ist, ist ja schließlich schon Nachmittag. Das kann man auch früher machen. Ja, dein Butler steht in der Tür und klopft so ganz sanft an die halb geöffnete Tür. Nigel, was gibt es? Baroness, Ihr Neffe möchte Sie sehen. Adolphus Rehmer. Bittet ihn herein. Selbstverständlich. Dreht sich um. Angekündigt, wie immer. Es dauert einen Moment, dann hörst du das Klacken von Schuhen auf dem Marmorboden. Klack, 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 klack. Tür wird wieder aufgemacht. Adolphus Rehmer. Danke, Nigel. Tante. Adolphus. Unangekündigt, wie immer. Du weißt, wie sehr ich Überraschungen liebe. Nicht. Deswegen bin ich hier. Ich dachte, es wäre wirklich an der Zeit, dich zu überraschen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was du überaus zu schätzen wissen wirst. So, so? Mhm. Möchtest du einen Gin? Guckt so auf seine Uhr. So. Pacey, my love, mach Adolfo einen Gin. Okay, ja, er möchte einen Gin. Gerne doch. Und vielleicht auch einen Tee. Habt ihr Tee heute? Ich schenke ihm mal zwei Fingerbreite ein und bringe ihn den. Danke. So großzügig. Ich mache einen Tee. Gin, Gin, das mein Lieber. Glas ein bisschen weg. Ich, im Gegensatz zum Rest unserer Familie, finde ja, dass wir dankbar dafür sein sollten, dass du mit diesen unglaublichen Genen gesegnet bist. Ja, nicht wahr? Ja, weil am Ende des Tages kann das doch für uns nur gut sein, denn schließlich bedeutet das, dass wir diese Gene auch haben. Und ich finde ja, man sollte dich darin unterstützen, deinen Interessen nachzugehen. Was sind denn meine Interessen, mein Lieber? Ach. Ich kann mich doch noch dran erinnern, wie du für knapp 1,5 Millionen Credits letztes Jahr dieses, was war es noch? Du bezeichnest das, glaube ich, als eine Art Dosenöffner, der Geheimnisvollen gekauft hast. Ich bitte dich.
Mit Sicherheit ein Investment in die Zukunft, das ich hiermit keiner Weise kritisieren möchte. Ich denke aber, dass es dir durchaus helfen könnte, wenn du die Möglichkeit bekommst, dich selbst auch um solche Sachen zu kümmern, zu bemühen. Ich meine, es ist doch schwierig, tatsächlich immer nur über irgendwelche fahrenden Händler an solche Dinge zu kommen. Vielleicht wäre es viel interessanter, wenn du selbstständig dich auf die Suche nach solchen Dingen machen würdest. So, so. Schlägst du mir ein Abenteuer vor? Ich habe sogar schon die passende Schatzkarte für dein Abenteuer. Wow, das klingt spannend. Ich habe vor kurzem in einem dieser Läden, die man manchmal auf Raumstationen findet. Du hast das wahrscheinlich auch schon gesehen. Die so Mitbringsel und Schnickschnack verkaufen. Manchmal reizt es. Habe ich das schon gesehen, aber was machst du? Das ist doch gar nicht deine Gegend. Naja, ich war unterwegs und die letzten Monate wirklich auf Reisen und es waren gute Geschäfte, die sich machen ließen. Doch. Ich war auf Pixie. Pixie kennst du, das ist auch im Regina-Sektor, ist aber doch schon ein paar Sprünge weg, also da bist du schon eine Weile unterwegs. Ist auch ein anderes großes System. Ja, berühmt für seine Prostituierten. Sagst du das laut? Oder? Ja. Hab ich auch gehört. Natürlich sage ich das laut. Das ist jetzt wiederum übertrieben. Ich war da, um Geschäfte mit der imperialen Flotte zu machen. Wie du weißt, befindet sich dort ein großer Flottenstützpunkt. Aber egal, ich will da nicht näher drauf eingehen. Es ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, was ich gefunden habe. Und zwar habe ich ein Logbuch gefunden. Ein physisches. Okay. Das ist äußerst selten. Ein physisches Logbuch von einem gewissen Andrei Ludotovic. Oder so ähnlich. Ich kann es nicht aussprechen, das ist eine ganz seltsame Buchstabenkombination. Auf jeden Fall war der wohl vor einigen Jahren als Freihändler unterwegs. Allerdings muss er vor nicht ganz 8 Jahren zusammen mit einigen Gefährten auf... du kannst dich wahrscheinlich dran erinnern, dieses kleine System am Rande des Regina-Sektors Jorbund, Planet, an den niemand anhält. Säureregen, schlimme Atmosphäre, kein Wasser, nicht mal ein Gasplaneten, also ganz fürchterlich. Auf jeden Fall sind sie dort auf eine Anlage von Pyramiden aus unbekanntem Material gestoßen. Sie haben die Pyramiden erkundet. Leider Gottes sind wohl bei diesem Unterfangen die Gefährten dieses Freihändlers umgekommen. Und er konnte als Einziger tatsächlich von dort wieder entkommen. Aber er hat fantastische Dinge beschrieben. Die letzten Einträge lesen sich allerdings eher so, als hätte er über die Ereignisse seinen Verstand verloren. Ich habe versucht, Nachforschungen darüber anzustellen, aber tatsächlich konnte ich nur herausfinden, dass man das Schiff, was auch das Logbuch beinhaltete, wohl vor etwa einem Jahr im Raumtreiben gefunden hat. Das Raumschiff selbst war nichts mehr wert. Es wurde auseinandergenommen und verschrottet. Keine Ahnung, wie der Händler an das Buch kam. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, Bund ist faktisch um die Ecke. Und das hört sich doch an wie etwas, was meiner Tante, die ich über alles auf der Welt liebe, wirklich, wirklich, wirklich gefallen könnte. Du hast recht, in der Tat gefällt mir das. Oh ja, danke. Klingt unheimlich spannend. Das freut mich. Darf ich es einmal sehen? Oh, selbstverständlich. Also er hält dir das Buch. Ja,
Ich nehme es entgegen und fange an, darin rumzublättern. Wahrscheinlich vergesse ich alles um mich herum. Manches um mich herum ist ja auch nicht sonderlich interessant. Mein Neffe zum Beispiel. Aber das Buch schon. Ja. Also du liest dich ein bisschen in das Buch ein. Ihr zwei kennt das schon. Also wenn sie anfängt zu lesen, dann habt ihr eigentlich frei. Also das ist erstmal Schluss. Der Teil, der für dich interessant ist, da war die Beschreibung deines Neffen schon sehr gut. Also insofern hat er dir da schon wirklich genaue Dinge gesagt. Und auch du würdest zustimmen, die letzten Eintragungen sind recht wirr. Und die sind mit Sicherheit nicht mehr im geistig klaren Zustand getätigt worden. Aber gerade die Beschreibung rund um diese Pyramiden dem ganzen Drum und Dran sind natürlich schon extrem spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, wir wissen doch alle, was der kleine Bastard vorhat. Er versucht, mich aus dem Haus zu locken auf eine Mission, wo viele vor mir anscheinend gescheitert sind, damit ich abkratze und er in mein Vermögen kommt. Aber auf der anderen Seite, ich war einem Abenteuer nie abgeneigt. Warum sollte sich das im Alter ändern? Vielleicht sollten wir Alfonso, ach, so heißt er doch, oder? Adolphus. Adolphus. Ach, vielleicht sollen wir ihn mitnehmen. Tante, bitte. Ich würde unfassbar gerne mitkommen, aber die Sache ist doch, da sind wir uns doch einig, du brauchst einen Vertrauten hier vor Ort, der sich während deiner Abwesenheit um deine Angelegenheiten kümmert. Ich meine, du kennst die Gesetzeslage. Wenn du keinen Vertreter für die Zeit deiner Abwesenheit bestimmst, dann wird im Falle eines zu langen Wegbleibens alles an deine gierige Familie fallen. Zu der du natürlich nicht gehörst. Nein. Ich verwehre mich gegen solche Annahmen. Bitte. Bitte, Tante, bitte. Ich habe dir dieses Buch gebracht, weil ich dich wirklich von Herzen liebe. Vielleicht sollte ich zu Hause bleiben und du leitest die Expedition. Das war nur ein Scherz. Eine spannende Idee, der ich natürlich auch sofort zustimmen würde. Du bist ganz schön blass geworden. Bring ihm noch einen Gin. Frau Baroness, hey, my love. Soll ich ihm den kleinen Finger brechen, um zu gucken, ob er die Wahrheit sagt? Nein, Pacey, wir sind doch hier alle Familie und Freunde, nicht wahr? Dann hole ich ihm noch einen Gin. Ach, das war ein Scherz. Das war mir klar. Ich lasse mich doch auch nicht von solchen... Pacey, mach ihm den Raumpiraten. Okay. Ich habe da ein Messer. Gib mir mal deine Hand. Ich kenne da ein tolles Spiel. Nein, ich meine diese Haarnummer. Die wunderbare. Da brauche ich noch einen Gin für ihn. Wie macht der brave Raumpirat? Verzüglich! Ich habe mir erlaubt, mich auch schon mal zu erkundigen bezüglich notwendige Ausstattung, Ausrüstung und so weiter und so fort. Und ich hätte da auch jemanden an der Hand, der das sehr kurzfristig dir entsprechend helfen könnte. Das ist ja sehr großzügig von dir. Nee, ich will dich doch hier auch auf keinen Fall irgendwie am Ende mit minderwertiger Ausrüstung zurücklassen. Natürlich nicht. Nein. Und wie es der Zufall will, habe ich auch hier schon alle Papiere vorbereitet bezüglich meiner Vertretung in deiner Abwesenheit, die du dann nur noch unterzeichnen müsstest. Und dann kannst du eigentlich genau genommen, wenn dir das wichtig ist, schon innerhalb der nächsten 24 Stunden losfliegen. Nun ja, ich habe noch andere Dinge, die ich erledigen muss. Und das ist auch der Grund, weshalb ich dich jetzt leider bitten muss, zu gehen. Es ist, gibt einiges, was ich noch erledigen muss heute, was sehr wichtig ist. Aber ich melde mich bei dir. Ja, das wäre nett, denn nur für den Fall, dass du es dir anders überlegst, müsste ich natürlich meine nächste Reise planen. Aber für dich
Nur für dich. Für jemand anders würde ich das nicht tun. Aber für dich wäre ich auch bereit, diese Reise entsprechend zu verschieben. Aber das müsste ich natürlich wissen. Du weißt, sie weiß die Geschäfte, die Geschäfte, die Geschäfte. Ich werde dich über meinen Zeitplan informieren. Ach, das wäre nett. Bis wann? Bis übermorgen. Ah, das klingt gut. Ja, ja, übermorgen ist gut. Gut, dann bedanke ich mich vor allen Dingen für den, ich schieb das volle Glas weg, Gin. auch den beiden Herren. Sir. Noch einen angenehmen Tag. Jo, dann kümmere ich mich mal um den Gin, ne? Wäre doch schade, wenn der verkommt, oder nicht? Ja. Madame Winzer, eine erstaunlich hohe Anzahl an Stresspheromonen wurden registriert. Ist alles in Ordnung? Unsere Stresshormone waren es nicht. Wir sind entspannt. So, ihr Lieben, wie gesagt, oder hab ich laut gedacht? Also, wir alle wissen, was der kleine Bastard möchte. Er möchte mich aus dem Haus locken, damit ich auf dieser Reise draufgehe und er das Vermögen erbt. Also, auf keinen Fall wird er der gesetzliche Vertreter von irgendetwas. Wenn Sie das sagen. Vielleicht kann Nigel das ja übernehmen, während wir weg sind. Also, du weißt hundertprozentig genau, deine Familie würde völlig austicken, wenn du deinen Butler zu deinem gesetzlichen Vertreter machst. Das klingt nach einem guten Plan. Das ist ja der Spaß daran. Ich halte Nigel für qualifiziert. Ich halte Nigel auch für qualifiziert. Ja. Gut. Also, letztendlich bin ich auch dafür qualifiziert, eine solche Expedition zu organisieren. Was ja, Equipment und ähnliche Dinge angeht. Vertrauenswürdiger als die meines geliebten Neffen. Davon gehe ich aus. Und das nächste Mal darfst du den wirklichen Piraten geben und ihm einen Finger abschneiden oder so. Der hat mir viel zu viel geredet. Oder die Zunge. Ja, die Zunge sollte es abtun. Mhm. Das war ein Scherz. Oh. Wir sollten vielleicht ein Kärtchen basteln, was sie hochhalten kann. So, okay. Wir informieren ihn natürlich nicht über unsere Abreise. Natürlich nicht. Was hat er denn erwartet? Aber ich werde schon einen Moment brauchen, so etwas vorzubereiten, Frau Baroness. Es ist ja, nichts, deshalb was ich, man so... Deshalb habe ich uns ja 48 Stunden gegeben, bis wir aufbrechen. Das sollte reichen. Ja. Ich denke noch mal drüber nach, schaff drüber nach, wer aus der Familie, also ob ich das wirklich mit Nigel mache, das ist ja auch eine große Verantwortung, also oder ob es jemanden gibt, den Adolfo mehr hasst. Adolfus hat eine Schwester, die er nicht leiden kann oder so. Oder? Ich bin mir sicher, du wirst jemanden finden, den er wirklich nicht mag. Ja, das ist in deiner Familie auch nicht schwer. Also wie gesagt, dieses ganze hinterhältige Intrigante und so weiter und so fort, das ist ja Teil dessen, warum es eben auf dem Planeten auch, warum der Planet als gelbe Zone gilt, weil immer wieder irgendwelche Leute da irgendwelchen missglungenen Anschlägen zu Opfer fallen, Leute werden vergiftet, für die das Gift gar nicht gedacht war und so weiter und so fort. Also Tourist zu sein, ist auf dem Planeten auch spannend, das ist Abenteuerurlaub der anderen Art. Ja, ja, ich suche mir da schon jemanden raus, weil meine Familie, während wir weg sind, wird natürlich auch versuchen, diese Person auszuschalten. Also von daher gibt es dann eine, ich muss da wirklich noch Sachen klären, wer dann danach eingesetzt wird, wenn diese Person verstirbt und so weiter und so fort. Ich werde da alle Vorbereitungen treffen. Okay. Irgendeinen Winkelzug-Advokaten dahinter setzen, der genau. Im Zweifelsfall das alles... Oder einfach ja, verschenkt. Aber in diesem Fall... Okay, das heißt... Ja, und dann bricht er auf zu einem Abenteuer. Du kümmerst dich tatsächlich erstmal darum, dass alles geregelt ist, damit deine Baronie da nicht drunter leidet. Okay.
In der Zwischenzeit kann Horatius ja einfach sich um die Vorbereitung kümmern. Also das heißt so alles, was man für sowas braucht. Ja, ich würde mir dann auch das Logbuch mal erbitten, um rauszufinden, um was für eine Umgebung handelt es sich. Ich habe ja schon erfahren irgendwie, dass man da spezielle Raumanzüge braucht, weil wohl die Luft sehr säurehaltig und ätzend ist. Genau. Und dass das größere Bauwerke sind. Wir brauchen also irgendwie Seile, Kletterhaken, irgendwelche Gravitationslifte und sowas, um irgendwo hoch und runter zu kommen. Und werde mich darum kümmern, dass wir entsprechendes Equipment dabei haben. Okay, also du besorgst das, was du eben da an Ausrüstung für relevant und notwendig hältst. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Klar, darin hast du ja ausreichend Erfahrung. Ich bin mir sicher, Pacey kann in der Zwischenzeit seine Waffen säubern. Ich wäre auch mit dem Horatius einfach shoppen gegangen. Also ich denke auch, das ist ganz gut, wenn er dabei ist, weil zum einen möglicherweise gibt es irgendwelche Händler, zu denen er einfacher Kontakt kriegt als ich. Und zum Zweiten, im Zweifelsfall müssen wir halt schwere Sachen tragen. Ne? Ist immer gut, wenn man zu zweit ist. Definitiv. Also ihr könnt auf jeden Fall ohne große Schwierigkeiten alles einkaufen. Du konntest dich auch noch mal entsprechend über Jorbund informieren. Also es ist tatsächlich ein sehr unangenehmer Planet. Die Zivilisation dort ist A, sehr klein und ist eigentlich nur der Raumhafen. Und dieser Raumhafen ist eigentlich auch komplett unterirdisch, weil du kannst oberirdisch eigentlich nicht wirklich leben, weil dort oben alles zerfressen wird. Also alles, was du über den Planeten herausfindest, widerspricht eigentlich der Annahme, dass es dort irgendwie überhaupt so ein Pyramidensystem geben kann, weil eigentlich alles da zerfressen wird. Also die Luft dort nimmt tatsächlich dann Konzentrationen wie Schwefelsäure an, immer wieder in Schüben und es regnet dann auch entsprechend Dinge und sowas. Also es ist nicht so der Planet, wo du wirklich... Wo du viel Freude dran hast. Aber du bist soweit ausgerüstet oder du hast alles an Ausrüstung besorgt, was ihr eben für das Ganze braucht. Ihr könnt eure Route planen. Da kommt euch zugute, dass die Centurion ein wirklich, also es ist ja nicht einfach nur so ein Luxusschiff, ja, sondern es ist ja ein Luxusschiff der Luxusklasse. Und es hat auch einen luxusdollen Antrieb. Also sprich, das Schiff ist getuned, könnte man sagen. Das hat tatsächlich einen Antrieb, der es ihm erlaubt, tatsächlich deutlich weitere Sprünge zu machen, als das mit der Standardausstattung der Fall wäre. Dadurch hat das Schiff nicht mehr ansatzweise so viele Kabinen, aber es ist tatsächlich einfach schnell. So, und das war vor allen Dingen deswegen für die Baroness wichtig, weil das extravagant war. So. Ansonsten ist das Schiff natürlich auch extravagant. Und weil es natürlich Lebenszeit, von denen manche von uns weniger haben, noch als andere spart. Auch das, ja. Völlig richtig. Also du kannst mit dem Schiff tatsächlich deutlich weitere Sprünge hinlegen. Das heißt, ihr müsst euch eben auch nicht zwingend an die Einsprungrouten halten, sondern ihr könnt tatsächlich auch durchaus zwei Sprünge machen, also weitere Sprünge bei Parsec. Und also ihr plant die Route. Das funktioniert auch alles. Das ist jetzt ja alles ziemlich Standard. Also das ist für euch wie, sagen wir mal, was noch relativ interessant ist, diese Pyramiden sind ja irgendwie auf der abgewandten Seite des Planeten oder so. Also irgendwas, was man normalerweise gar nicht sehen würde oder ansteuern würde. Kann man da mit dem Schiff landen? Und wenn man da mit dem Schiff landen kann, wie müssen wir das Schiff sichern gegen diese Säure in der Atmosphäre? Oder macht es mehr Sinn, das Schiff in eine geostationäre Umlaufbahn zu bringen und dann mit einem Beiboot zu landen? Das ist eine gute Frage. Die wird natürlich in dem Buch nicht beantwortet. Da ist kein How to Reach Pyramids. Was beschreibt er denn, wie er es gemacht hat? Also sie sind wohl tatsächlich gelandet mit ihrem Schiff. Nachdem aufgrund von ungewöhnlichen Wetterverhältnissen tatsächlich diese dicke Wolkendecke, die eigentlich immer über den Planeten hält, an einer großen Stelle aufgebrochen ist und dadurch überhaupt erst
ermöglicht hat, dass die Scanner das entdeckt haben. Also das heißt, du hast zwar eine Angabe auf dem Planeten, also das heißt, du weißt, wo du hin müsstest, du weißt, wo diese Pyramiden theoretisch liegen sollten, da mal. Das ist also alles, das ist für dich alles machbar. Aber ob du da jetzt mit deinem Schiff runter oder mit dem Schiff der Baroness landen möchtest oder ob ihr lieber euer Beiboot nehmt und so weiter und so fort, das müsst ihr entscheiden. Tatsächlich ist es durchaus so, dass es Möglichkeiten gibt, eben tatsächlich auch da eine gewisse Resistenz sozusagen für das Schiff zu lackieren, nenne ich es jetzt mal. Also sprich, das Schiff entsprechend auszustatten. Das wird allerdings auch nur eine gewisse Zeit halten, bevor das Schiff eben anfängt und nimmt Schäden. Also da geht es jetzt nicht in erster Linie um den Schiffrumpf, der würde natürlich lange bleiben, aber es gibt überall Verbindungsstücke und irgendwelche Sachen dann dabei, die natürlich schneller Schäden nehmen. Ja, wenn wir das innerhalb von den 48 Stunden noch irgendwie hinkriegen, dass die eine Spezialbeschichtung da drauf machen, oder sag mal, wenn die sagen, okay, wir brauchen da 24 Stunden für oder wir brauchen da 2 Tage für, würde ich halt sagen, ja, dann hier, Baroness braucht das, dann und dann, seh zu, dass fertig wird. Dann lasse ich das machen, weil ich möchte das Schiff eigentlich gerne dabei haben, weil da haben wir irgendwie ein Mitlabor und warmes Essen und Gin und... Das weiß ich sehr zu schätzen, Horatius. Und Dusche. Und wir haben auch Inge. Genau. Ja, ach so, genau. Ja, die Inge, da seid ihr auch schon dran gewöhnt. Die Inge ist tatsächlich nicht immer nur auf dem Schiff, sondern dieser Bordcomputer. Das ist auch eine der exzentrischen Seiten eurer Herrin, eurer Chefin. die Inge ist tatsächlich, wenn ihr nicht auf dem Schiff unterwegs seid, in so einer kleinen Kugel, also in so einer vollmetallischen Kugel, die eben da so langsam durch die Gegend schwebt. Deswegen war sie auch im Wohnzimmer auf der Insel und hat die Stresshormone gescannt. Zum Beispiel, ja, genau. Ich habe übrigens noch ein paar wichtige Informationen für die Gruppe. Es kam nämlich währenddessen weitere Unterstützung für beide Seiten. Also ich habe einen Reroll für uns als Gruppe. Jawohl. Schön. Und ich habe eine Spielleiter-Willkür. Zitat, Markus fällt schon was Passendes ein. Das fürchte ich auch. Und es sind noch drei in der Warteschleife, die habe ich nicht vergessen. Die werde ich mir für später aufheben. Keine Sorge. Okay, gut. Das reicht schon. Damit können wir schon den ganzen Abend Spaß haben, kann ich ehrlich sagen. Das danke, Inge. Sehr gut. Ja, dann bereiten wir das alles vor. Nach den Angaben zu der Versorgungslage auf dem Planeten werden wir entsprechend die Proviant- und Vorratshaltung anpassen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, irgendwas auf diesem Planeten zu uns zu nehmen. Und nach den Logbuchbeschreibungen der ortsansässigen Gastronomie umso mehr. Ja, genau. Also da bin ich mir auch ganz sicher, gerade das Pilzbier soll ein Knaller sein. Ja. Da würde ich davon wirklich Abstand nehmen. Was du auch noch mit dabei hast, ist tatsächlich noch montiert an dem Schiff tatsächlich noch einen zusätzlichen Treibstofftank, damit ihr die Möglichkeit habt, da auch wieder wegzukommen, das zu verlassen. Das reicht nicht für einen vollen Sprung, aber es reicht für einen kleinen Sprung, mit dem ihr eben tatsächlich dann von dem System wegkommt, bis zu einer Stelle, wo ihr eben tatsächlich wieder ganz normal tanken könnt. Tanken heißt in dem Fall einen Gasriesen absahnen. Aber das ist... ja, das ist eine andere Geschichte. Gut, also ihr macht euch auf den Weg. Es dauert eine Weile. Ihr seid trotz all dem einige Wochen unterwegs. Ja. Der buckligen Verwandtschaft darf natürlich niemand auf mein Grundstück. Ja, sondern das ist nur... Natürlich nicht, Tante. Natürlich nicht. Genau. Das heißt, er hat draußen auf dem Boot gewartet, als der Horatius ihn angekündigt hat, oder wie? Nein, jetzt für die Zeit, wo ihr weg seid, ist das den dahin zu kommen. Okay. Also wie gesagt, ihr seid mehrere Wochen unterwegs und erreicht dann aber Jorbund. Und allein als ihr den Planeten anfliegt,
und im Orbit seid, bemerkt ihr auf einen Blick, dass niemand, der euch versprochen hat, dass das wirklich ein Drecksloch ist, irgendwie übertrieben hat. Weil man kann schon von oben sehen, dieser ganze Planet ist in so richtig tiefe und auch vor allen Dingen so ungesund gelbe Wolken getaucht. Also das ist so ein gelb-grauer Wolkenteppich, der faktisch den gesamten Planeten umschließt. Es gibt so ganz wenige Stellen, wo diese Wolken tatsächlich mal so kurz aufreißen, aber auch nie wirklich großflächig, sondern es gibt wohl ein paar Stellen, wo Wind eben tatsächlich geht und wo diese Wolken in Bewegung sind und dann immer wieder mal kurz aufreißen. Vor allen Dingen eben auch rund um den Äquator, und das ist eben auch die, an dem Äquator selbst liegt eben tatsächlich auch der Raumhafen von Njord. Also oder die einzige echte menschliche Niederlassung, die es hier gibt. Wenn ihr wollt, könntet ihr also da entsprechend natürlich auch hinfliegen. Aber ihr seid jetzt im Orbit rund um Jorbund. Baroness, wollen wir unsere Anwesenheit den Ortsansässigen bekannt machen? Ja, natürlich. Also wir halten uns ans Protokoll. Ich weiß nicht, ob das in Jorbund notwendig ist. Nicht zwingend. Also es gibt hier zwar Satelliten, das heißt, die werden euch in irgendeiner Weise natürlich schon bemerkt haben, aber es ist nicht unbedingt zwingend, gerade wenn man auf der Durchreise ist oder so, das bekannt zu geben an der Stelle. Okay. Also es wäre auch noch nicht angefunkt worden. Deswegen werde ich sagen, es wäre nicht zwingend notwendig. Ja, dann machen wir es natürlich nicht. Aber ist das wirklich der hässlichste Planet, den ich jemals gesehen habe? Und ich habe viele Planeten in meinem langen Leben gesehen. Euer Neffe meint's wohl ernst. Schickt uns auf einen sehr lebensfeindlichen Planeten. Also ich habe ein, zwei gesehen, die echt schlimmer waren. Du kannst uns ja heute Abend beim Essen davon erzählen. Nein, weil die haben wir alle nicht angeflogen. Die haben wir von außen gesehen und gesagt, da nicht. Ja, aber jetzt sind wir schon mal hier, dann sollten wir auch... Ja, wir haben auch Koordinaten für etwas, was wir untersuchen wollen, von daher fliege ich direkt dahin, ja? Ja. Gut. Inge, Kurs berechnen. Kurs wird berechnet. Kurs berechnet. Landeanflug kann begonnen werden. Dann fliege ich mal nach den Koordinaten, die ich vom Navigationscomputer bekomme. Okay. Ja, also tatsächlich liegt das in einem Bereich, von dem du nach allen Daten, die dir vorliegen, sagen musst, okay, der ist nicht großartig weiter kartografiert oder irgendetwas. Das ist aber auch nicht zwingend ungewöhnlich. Also ein Planet wie Jorbund, warum sollte sich irgendjemand die Arbeit machen, das zu tun? Also das ist, da gibt es halt irgendwie keinen richtig guten Grund für. Ja, also entsprechend fliegst du das an und du hast schon so ein fies, mulmiges Gefühl, als du auf diese Wolkendecke zufliegst, weil die hat schon diese Ausstrahlung von komm rein. Ja, ja. Nam, 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 nam. Und als du da reinfliegst, merkst du auch, wie das Schiff wirklich eintaucht. Also das kennst du auch schon durchaus, wenn, klar, in die Atmosphäre, aber dann, das ist auch nicht einfach nur eine normale Atmosphäre, sondern das ist eine recht dichte Atmosphäre, in denen dem sich euer Raumschiff eben dann tatsächlich auch so ziemlich bewegt. Also das wird auch eine unruhige Landung. Und du darfst mal bitte eine Probe auf Pilot ablegen. Okay. Sie dürfen auf Pilot würfeln. 2W6 plus dein Bonus bei Pilot. Ja, da komme ich auf 10. Auf 10, okay. Ja, also das wird sogar gar nicht mal so unruhig, wie du am Anfang gedacht hast. Du kannst das ziemlich gut ausgleichen. Und du bemerkst dann aufgrund der Abtastung, dass die Wolkendecke tatsächlich fast so dick ist wie die obere Hälfte der Atmosphäre. Also sprich, wenn du die Wolkendecke verlässt, seid ihr schon in dem Bereich, wo dann sogar tatsächlich diese Berge dann schon, also die es hier auch in der Region gibt, das merkst du über die Abtastung, wo du zwischen denen tatsächlich dann auch durch musst.
Mhm. Das ist also auch deswegen allein schon ein bisschen tricky, weil die Abtastung erst ab einer gewissen Tiefe überhaupt funktioniert, weil diese Wolkendecke auch tatsächlich die Bodenabtastung komplett blockiert. Also da ist völlig aussichtslos, dass du da was, dass du da irgendwas hinkriegst, außer vielleicht mit irgendwelchen Spezialinstrumenten, die ihr aber definitiv nicht habt. Und ihr kommt zu einem Tal, also so ein Talkessel ist das Ganze. Das ist sehr, sehr groß. Also ist wahrscheinlich mal irgendwie sowas wie eine große Caldera gewesen oder sowas, aber hat etliche Kilometer mit Bergen, die an der Seite eben dann auch hochgehen, auch unterschiedliche Höhen und sehr zerklüftet alles. Ihr seht eh alles aus, als wäre es vom Zahn der Zeit zerfressen oder wahlweise vom Säureregen. Und in der Mitte dieser riesigen Ebene bemerkst du tatsächlich eine definitiv nicht natürliche Anlage, auf die du dann zuhältst. Ja. Und als ihr euch dem Ganzen nähert, merkst du plötzlich, wie irgendwas anfängt aufzuleuchten, da in der Entfernung. Mhm. Und ganz kurz da drauf macht so und irgendein Lichtblitz fährt auf euch zu. Ja, das stand ja in dem Logbuch, dass da irgendwie so Abwehrdinge waren, die allerdings bei denen nicht aktiviert wurden. Ja, genau. Da irgendwie war da was, aber irgendwie war das auch nicht so. Und jetzt darfst du aber mal aufgrund der Tatsache, dass du natürlich gewarnt bist, kriegst du einen Bonus. Das heißt, du kriegst einen Bonus von 2 nochmal auf Pilot. Und wenn du eine Geschicklichkeit von 8 oder höher hast, kriegst du nochmal einen Bonus von 1. Ich habe. Das heißt insgesamt plus 3. Insgesamt plus 3 plus dein Pilot, genau. Ja, da bin ich auf 12, 13. 13, okay. Also du hast schon damit gerechnet. Ihr sitzt da und der Anflug ist tatsächlich für euch auch spannend. Wenn auch jetzt nicht unbedingt so angenehm wie für euren Scout, der genau solche Sachen ja durchaus eher gewohnt ist, als ihr beide das wart. Also für euch ist das sehr viel mehr Abenteuer. Dann kommt schon so die Ansage von ihm mit dem, ich denke mal, wir werden gleich beschossen. Und in dem Moment glüht das dann tatsächlich auch auf und dieser Lichtblitz erfolgt. Und er macht eine ganz scharfe Bewegung mit dem Raumschiff zur Seite. Ihr werdet richtig mies drin rumgeschleudert. Zum Glück seid ihr angeschnallt. Und du gehst dann tiefer und unterfliegst damit tatsächlich auch die Höhe, auf der du gesehen hast, dass das Feuer gekommen ist. Mhm. Und kannst dann schließlich bis zu diesen Pyramiden fliegen, ohne dass ein weiterer Schuss erfolgt. Ja. Ja. Automatisches Abwehrsystem. Aber das stand ja im Logbuch. Yo, Horatio, soll ich zurückballern? Nein. Wir wollen als erstes mal die Pyramiden. Wir wollen die Pyramiden untersuchen, nicht zerstören. Ja, um Gottes Willen, Pacey. Ja. Kann ich sowas wie einen Scan durchführen der Umgebung? Ja, Inge, bitte scanne die Umgebung. Pyramiden. Inge, Darling, scanne die Umgebung. Achtung, Abwehranlage entdeckt. Abwehrfeuer möglich. Also, was Inge tatsächlich herausfindet, ist, es sind 3 Pyramiden, die aber alle miteinander verbunden sind. Also das heißt, die stehen nicht getrennt voneinander, sondern die gehen ineinander über. Es gibt eine große Zentralpyramide, eine etwas kleinere, aber immer noch vergleichsweise große, die so halb in die große reingebaut ist, die links davon steht, und eine kleinere, die ein bisschen weiter nach vorne versetzt steht und die große nur an der Ecke schneidet. Und davor ist so eine Art Platz, der das Ganze verbindet. Da führen Treppenstufen hoch und da stehen irgendwelche Säulen oder sowas und weitere Treppen, die auf diese mittelgroße Pyramide hochführen. Und was die Inge auch entdeckt hat, ist, dass das Abwehrfeuer aus der Spitze der großen Pyramide gekommen ist. Und da seht ihr auch immer noch oben so ein stetiges Leuchten, was von dieser Spitze kommt. Also ihr seht keine Laserkanone oder irgendwie sowas. Also es ist irgendeine andere Form der Abwehranlage. Keine klassischen, so wie ihr sie kennt. Und die ganze Pyramide macht auch alles nur keinen Eindruck, dass sie irgendwie von Menschen oder sowas erbaut worden wäre. Was weiß man denn über Pyramiden der Geheimnisvollen? Da
tatsächlich ist über Pyramiden der Geheimnisvollen überhaupt nichts bekannt. Also das ist auch was völlig für dich was völlig Neues. Auf der anderen Seite weiß man eh nur sehr wenig über die Bauweise der Geheimnisvollen, weil, wie gesagt, die meisten Dinge zerstört wurden. Also faktisch alles von ihnen wurde zerstört, insbesondere auch die Städte und sowas. Teilweise wurden die so ausradiert, dass gar nichts mehr davon da ist. Also diese Anlage hier wirkt sehr intakt. Insbesondere, weil es sieht aus, als wären die Flächen der Pyramiden, die sind komplett glatt und die sind aus so einem matt glänzenden Material. Also wie so poliertes Aluminium. Also so geschmirgelt poliertes Aluminium. Und die wirken auch nicht irgendwie angefressen im Sinne von verätzt oder irgendwie sowas. Und der Vorplatz als solches, der ist aber tatsächlich in weiten Teilen aus Gestein. Genau wie die Säulen, beziehungsweise vielleicht waren das sogar mal sowas wie Statuen oder sowas, das kann man von hier nicht genau erkennen, von dem Platz, wo ihr gelandet seid. Da sind tatsächlich durchaus so Fraßspuren zu sehen, die von der Säure herrühren dürften. Also das sieht eher aus wie natürliches Material, was da benutzt. Haben wir sowas wie eine Bordkamera? Mit Sicherheit, ja. Inge, bitte mache Fotos von der Anlage. Fotosensor aktiviert. Archivierung findet statt. Wunderbar. Danke, Inge. My darling. Sehr gerne. Ich habe geeignete Anzüge besorgt für uns alle, sodass wir uns problemlos in diese Atmosphäre bewegen können und entsprechende Gerätschaften um diese Treppe oder andere Kletteraktionen problemlos ableisten zu können. Auch für Sie, Baroness. Wunderbar. Ich danke dir. Auf dich ist Verlass. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich der beste Zugang oben ist. Nach den Beschreibungen im Logbuch haben Sie dort einen Innen, nachdem sie durch die Kanalisation gegangen sind, einen Schacht gefunden, der nach unten führt. Ah, okay. Spannend. Ja, nein, durch die Kanalisation müssen wir, weiß Gott, nicht. Das ist auch was, was ihr auf den Bildern seht. Das ist in der Anlage, also auf diesem Vorplatz, gibt es einen tiefer gelegten Abschnitt, der aussieht wie so eine Art von Schwimmbecken oder irgendwie sowas, in dem auch tatsächlich eine Flüssigkeit steht. Ihr würdet gerne hoffen, dass das reines Wasser ist. Bei diesem Planet und bei dieser Atmosphäre eher unwahrscheinlich. Inge, kannst du das Material, aus dem die Pyramide besteht, analysieren? Gerne. Allerdings wird eine Materialprobe dafür erforderlich sein. Na gut. Also der Scan, den die Inge gemacht hat und keine der Möglichkeiten, die Inge zur Verfügung stehen, waren in der Lage, die Pyramiden zu durchdringen. Mhm. Also die erscheinen tatsächlich wie komplette Flächen einfach nur. Also keine der Scans gehen tiefer als ein paar Millimeter. Ups. Dann gehe ich schon mal die Ausrüstung bereit machen, dass wir gleich los können. Wunderbar. Ach ja. Es gab in Blogbuch Beschreibungen zu irgendwelchen Viechern, sag ich mal. Mhm. Wir sollten darauf vorbereitet sein. Ich habe eine entsprechende Handwaffe für jeden von uns an den Anzügen, die uns vor der Atmosphäre schützen, anbringen lassen. Das war sehr vorausschauend. Genau, da wurde von so fledermausartigen Viechern wurde da berichtet. Ja. Also es wird irgendeine kleine Pistole sein oder irgendwas, was man halt so standardmäßig als Seitarm hat. Mhm. Naja, klar, kein Problem. Kein Problem, könnt ihr alles haben. Ja. Ich nehme natürlich meine Daisy mit. Deine Daisy? Dein Lasergewehr mit Tornister und gib ihm, ja. Okay. Ja, klar. Ja, klar. Okay. Also ihr seid allesamt voll ausgerüstet.
Die Frage ist, willst du die Inge mitnehmen? Natürlich nehmen wir Inge mit. Natürlich nehmen wir die Inge mit. Okay, gut, wir nehmen die Inge mit. In ihrem fliegenden Roboterkörper. Ja. Also schweben ist ja nicht wirklich fies. Schwebt ja mehr. Inge, my darling. Downloade dich bitte in die Kugel. Programmtransfer wird durchgeführt. Gerne begleite sich sie auf ihren folgenden Unternehmungen. Ich habe natürlich eine entsprechende Plastikhülle besorgt. Durchsichtige Plastikhülle, die diese Säure ständig misst und die Kugel da reingepackt. So eine Handtasche. Okay, Horatius, vielen Dank für Ihr modisches Auge. Ja, obwohl ich finde, hier fehlt noch der letzte Schliff. Ich mache so ein bisschen so eine Ecke, ziehe ich so zusammen und mache so ein rosa Schleifchen. So, nachdem ihr alle den letzten Gin zu euch genommen habt. Wir haben doch Feldflaschen dabei. Ja, sehr gut. Ginflaschen. Steht ihr jetzt tatsächlich außerhalb eures Raumschiffs? Die Luke fährt dann entsprechend wieder hoch. Und ja, ihr steht vor den Treppenstufen, die auf diesen Vorplatz hochführen und zu diesem Säulengang. Was wollt ihr tun? Steigen wir doch da mal hoch, oder? Okay. Also ihr steigt entsprechend die Stufen hoch und jetzt aus der Nähe könnt ihr auch tatsächlich erkennen, dass diese Säulen wahrscheinlich wirklich mal sowas wie Statuen waren. Wobei es wirklich nur noch ganz rudimentär zu erkennen ist, dass das nicht einfach Säulen waren, weil es ist sehr zerfressen. Wobei das Material trotzdem sehr widerstandsfähig gewesen sein muss, weil wenn es das nicht gewesen wäre, hätte es auf gar keinen Fall jetzt auch schon die 8 Jahre durchgestanden, hier in dieser Atmosphäre. Die Atmosphäre wird selbst in euren geschützten Anzügen, merkt ihr, wie euer Anzug tatsächlich auch anfängt und teilweise so dampft, während ihr da durch die Atmosphäre lauft. Es kommt zwar auch so ein bisschen Regen nach unten, aber es ist jetzt nicht so, dass da so ein Wolkenschauer käme, aber es tropft manchmal so ein bisschen wie so. Und wenn diese Tropfen eben über den Anzug laufen, merkt ihr durchaus, wie der dann anfängt und anfängt zu dampfen, gerade wenn das in die Gelenkbereiche kommt und sowas. Und euer Anzug zeigt jedem von euch an, dass ihr in dieser Atmosphäre maximal 8 Stunden habt, bis der Anzug tatsächlich aufgibt. Dann beeilen wir uns lieber mal. Ja. Kann ich irgendwie so einen, ich sag jetzt mal ganz plump nochmal einen Sensorscan oder sowas machen, ob ich irgendwie Energiesachen wahrnehme, also Energiesignaturen? Ja klar, ich meine, du hast natürlich jetzt, wenn du das momentan tust, greifst du damit in erster Linie auf die Sensoren des Schiffs noch zu, solange du Verbindung hast damit. Du hast auch ein bisschen natürlich Sensorik in dieser Kugel, aber das ist jetzt kein Hightech-Roboterkörper. Ich meine, du bist ja kein Kampfroboter oder so. Ja. Also. Mal hier, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also von daher, so gut bist du nicht ausgestattet. Tränen werden heruntergeladen. Okay, du führst nochmal einen Scan durch, eben sowohl mit den großen Schiffssystemen als auch mit den Systemen, die du in der Kugel hast. Und tatsächlich ist die einzige Energiequelle, die du momentan ausmachen kannst, ist die Spitze der Pyramide. Also wo diese Waffe wohl auch tatsächlich immer noch aktiv ist. Und so wie das ausschaut, hat dieses Energieniveau auch seitdem ihr angegriffen worden seid und sich wieder aufgeladen hatte, nicht nachgelassen. Vorsicht, Energievorrichtung in der Spitze bzw. Waffenvorrichtung ist immer noch geladen. Empfehle Deaktivierung vor dem Start. Ja. Danke, Inge. Gute Idee.
Gut, ja, ihr steht jetzt in diesem Säulengang und von da führt, wie gesagt, eine Treppe weiter hoch zur Spitze dieser mittelgroßen Pyramide. Da oben seht ihr auch was stehen. Also es ist auch eine Art von wohl wahrscheinlich Statue oder sowas. Größeres Gebilde als die, die ihr hier unten habt, aber auch ähnlich zerfressen und halt einfach nicht mehr intakt. Und ansonsten zur Linken ist entsprechend dieses Schwimmbecken, nenne ich es jetzt mal. Ja, ich dachte, wir wollten zur Hauptpyramide, wo diese Spitze da am Leuchten ist. Da kommt ihr halt. Da kommt ihr nicht direkt hoch. Da kommt ihr nicht direkt hoch an der. Ach, da kommen wir nicht hoch. Es gibt nur eine Treppe, die zu dieser mittleren Pyramide führt. Die ist auch nicht spitz, diese mittlere Pyramide. Sie ist oben abgeflacht und da steht eben, wie gesagt, dieses Gebilde drauf. Wo war der Schacht jetzt nochmal? Ich habe ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Also hundertprozentig genau könnt ihr das gar nicht zuordnen, dem, was von der Beschreibung, weil da keine genauen Größenangaben drin sind oder sowas. Aber es wurde halt davon berichtet, dass es eben diesen Schacht gab mit diesem Pendel oder was das da war, also mit diesem, der das da hinabführte, wo sie wohl dann auch versucht haben, entsprechend runterzuklettern. Ja, aber das muss irgendwo von der kleinen Pyramide, wo sie rein sind, in Richtung große Pyramide da irgendwo sein. Aber wo genau, können wir nicht sagen. Aber gut, dann versuchen wir mal die Treppe und gucken, ob wir da was finden, ob es da einen Einstieg gibt. Mhm. Okay. Also ihr steigt die, das ist auch eine deutlich längere, breitere und auch steilere Treppe, wobei hier alle Ausmaße insgesamt etwas größer sind. Also was immer das hier für Wesen waren, die das erbaut haben, müssen, also die waren nicht zwingend größer als Menschen, also so was die Höhe der Stufen angeht, aber was die Tiefe der Stufen angeht. Also so als hätten die einfach größere Füße gehabt oder irgendwie sowas. Also sie haben auf jeden Fall mehr Fläche dabei. Nach allem, was du weißt über die Geheimnisvollen, was man weiß, ist, dass man eher davon ausgeht, dass die kleiner waren als Menschen. Mhm. Also das weißt du, aber auch das sind alles ja nur Vermutungen, Annahmen, Dinge und es gibt zu jeder Theorie drei Gegentheorien, wenn es um die Geheimnisse geht. Ja. Ja, ihr kommt oben auf der Spitze dieser mittleren Pyramide an und ja, das Gebilde, was da oben drauf steht, war definitiv mal sehr viel größer und mit Sicherheit auch komplexer, weil es nicht wie unten einfach nur Statuen sind, sondern mehr so eine Statue aus mehreren Teilen und Dinge. Und dann neben dem Hauptteil liegen auch noch Reste auf dem Boden, wo schon Dinge abgebrochen sind und sowas. Also die war wahrscheinlich mal sehr viel größer als das, was man jetzt noch sieht. Dürfte auch sehr imposant gewesen sein. Ist aber tatsächlich auch schon wirklich, wirklich kaputt. Allerdings habt ihr durchaus auch hier die Möglichkeit, wenn ihr das wollt, von dem Gestein, aus dem die Statue bestand, Proben zu nehmen und zu analysieren. Ja, Proben zu nehmen und Fotos zu machen, das würde ich schon. Ja, also Proben nehmen auf jeden Fall. Mhm. Wir werden es übrigens, denke ich, so machen, dass ich immer so 3-4 Meter vorauslaufe, also vorausscoute und Pacey quasi der Baroness unterstützend unter die Arme greift, weil Treppen steigen und so. So habe ich mir das auch gedacht, dass du vorneweg gehst und die Gegend sicherst und ich pass auf die Baroness auf. Genau. Ja, das hat sich die Baroness auch gedacht. In der Hoffnung, dass ich immer noch meine Tentakelarme besitze. Nein. Sonst hätte ich nämlich immer so kleine Gesteinsproben aufgesammelt. Nein, du hast keine, also diese Kugel hat keine Tentakelarme. Außerdem ist diese Kugel in einen Plastikball eingeschweißt. Weil sonst aber sie würde hat Gefühle. Sie nämlich, sonst würde sie nämlich nein, jetzt schon wegrosten. Nein, sie hat auch keine Gefühle. Sie hat auch keine Gefühle. Du bist tatsächlich zwar ein hochentwickeltes, aber trotzdem am Endeffekt nur ein Computer. Das ist richtig, ich bin kein eigenes Bewusstsein. Nein, hast du nicht. Du hast kein eigenes Bewusstsein. Ja. Bitte halte doch mal Ausschau nach einem Eingang. Da war die Rede von einem Schacht. Fliege ein bisschen durch die Gegend und schau, ob du den findest. Sehr gerne. Dann würde ich mal mindestens mal die Treppe hochfliegen und diese Oberseite da untersuchen. Ja, ich werde auch bei diesem Gebilde neben dem Einsammeln von Proben
schauen, ob es da irgendwo einen Einstieg gibt. Okay, also eins nach dem anderen. Ihr seid oben, guckt euch das Ganze an. Inge fliegt so ein bisschen durch die Gegend und versucht eben, sich einen Überblick auch zu verschaffen. Also diese kleine Pyramide und die große Pyramide haben tatsächlich keinerlei Öffnung, Eingänge oder irgendwie was du dabei entdecken kannst. Die Oberfläche, wie gesagt, ist voll mit Metallen. Allerdings sind die kleine und die mittelgroße Pyramide oben abgeflacht. Aus Gründen, nicht offensichtlich sind. Und nur auf der mittelgroßen Pyramide steht eben dieses Gebilde drauf. Gut, was diejenigen von euch, die oben sind, auf dieser mittelgroßen Pyramide mal würfeln dürfen, ist eine Probe auf Intelligenz. Das heißt, in dem Fall kriegt ihr einen Bonus, wenn eure Intelligenz 7 oder größer ist, kriegt ihr einen Bonus von plus 1. Wenn eure Intelligenz A oder größer ist, kriegt ihr einen Bonus von plus 2. Auf das, was wir würfeln. Ja. Ich habe eine 9 gewürfelt, plus 2 bin ich bei 11. Okay. Ich hab eine 10. Okay. Ich habe eine 12 gewürfelt. Das heißt, ich bin bei einer 13. Alter, also, du bist doch sogar plus 2, du hast doch eine A-Intelligenz, oder? Nee, ich habe eine 10. Ja, das ist A. Oh, verdammt. Okay. Sicher im Zahlenraum bis B. Genau, sicher im Zahlenraum bis B. Dann habe ich natürlich. Was war das? Eine 14. Eine 14. Gut. Es ist sehr erstaunlich. Ihr seid allesamt. Nein, du hast A. Nee, aber ist mein Wurf dann ein E oder ist es eine 14? 14. Der Wurf ist eine 14. Nur dein Attribut wird in hexadezimal angegeben. Okay. Das wollte ich wissen. Macht das Sinn? Nein. Ist es cool? Unbedingt. I don't mind. Okay, also. Das ist ein bisschen exzentrisch, das passt zu mir. Ja. Ich rede nur noch in Maschinensprache. Sehr schön. Was euch allen auffällt, ist, dass was immer das hier ist, ist nur eine Verkleidung. Also dieses ganze Gebilde hier ist unterm Strich eigentlich nur eine Verkleidung. Und ihr würdet nach dem, was ihr da seht, davon ausgehen, dass es eine Verkleidung ist, die eine Art von Luftschacht oder so ein Luftaustauschsystem oder sowas verbirgt. Also das heißt, dieser gesamte Sockel als solches ist eigentlich Teil von irgendwas anderem, von einem System, was in die Pyramide selbst hineinreicht. Und nachdem ihr dann ein bisschen schaut und ein bisschen guckt, findet ihr tatsächlich auch Stellen, wo ihr sagen würdet, okay, wenn wir hier Hebel ansetzen und so weiter, können wir das wahrscheinlich bewegen. Dann machen die Jungs das mal. Obwohl, mit meiner Stärke kann ich das auch machen. Dann machen wir das doch mal. Ja. Wir haben natürlich für eine solche Geschichte Brecheisen in unserem Ausrüstungskasten. Ihr habt Dinge dabei, das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Was ihr wieder merkt, ist, eure Baroness ist, die scheint wie auf Wolken zu schweben dabei. Ihr wisst ja, dass sie eigentlich immer sehr, sehr kurzatmig ist und so weiter und so fort. Und aber momentan hält sie sich wirklich gut. Also erstaunlich. Das liegt an dem Gin, ganz klar. Nee, den hat sie immer. Es muss an was anderem liegen. Liegt an dieser toxischen Atmosphäre. Da fühle ich mich ganz heimisch. Ja. Aber schön, dass ihr euch um mich sorgt, meine Lieben. So, dann brechen wir das doch mal auf. Genau. So, sprachen sie. Sehr gut. Okay, also ihr macht euch dran und versucht das entsprechend aufzubrechen. Und das dauert gar nicht lang. So nach 5 Minuten habt ihr soweit alles angesetzt, dass ihr wirklich diese Statue effektiv halt mitsamt der, also man kann sagen, so eine Art Decke, wirklich einfach umbrechen könnt. Mhm. Dass das ganze Ding einfach zur Seite fällt und dann eben oben die Öffnung freigibt. Das ist ein Schacht, der da zum Vorschein kommt. Der hat eine Breite von fast 2,5 Metern. Mhm. Also ist schon groß.
Und ja, ihr habt ja Lampen, könnt runterleuchten und es geht da tatsächlich in einen glatten Schacht tiefer in diese Pyramide rein. Ja. Kann ich da reinfliegen? So ein Knicklicht runterfallen lassen? Ein Knicklicht, das leuchtet blau. Ne? Ja. Ah, ich nehme die grünen, aber. Nimm die grünen. Ja, hier würde ich nicht die gelben nehmen. Das nee, gelb ist nicht gut. Okay. Gucken wir da rein. Ja, wir gucken mal da rein. Gucken dem mal beim Fallen zu. Und wir zählen, während es fällt. Ja, also. Und leuchten, ob wir was hören. Auch meine altersschwachen Ohren. Das Licht fällt runter und zwischendrin merkt ihr, wie das insgesamt so ein bisschen heller wird. Also so, als wäre da nochmal so ein Hohlraum oder so. Wir können nicht wirklich viel sehen. Dann fällt es aber nochmal weiter. Und insgesamt würdet ihr schätzen, dass das bestimmt bald 100 Meter sind, die das Licht fällt. Mhm. Ihr könnt es am Ende auch nicht mehr wirklich gut sehen. Das fällt immer noch tief. Wäre es mir möglich, hinterher zu fliegen? Oder falle ich? Also tatsächlich bist du bist mehr so eine schwebende Kugel, was das angeht. Also das ist jetzt so die Frage, ich brauch was zum Abstoßen sozusagen. Ob deine Kompensatoren das hinkriegen, wenn du die entsprechende Beschleunigung dann mitbringst, dich aufzuhalten, bevor du unten auf dem Boden aufschlägst. Boom, kaputt. Ja, ich habe ja, also ich lasse mir einfach noch so eine Gummischicht außenrum anbringen, dann sollte das passen. Ja, dann wirst du so ein Basketball. Okay, gut. Ja, dann wir müssen nur deine Plastikschutzhülle aufblasen. Ja, genau. Oder ausschäumen. Das und dann füllen wir sie mit Helium. Aber... Und dann füllen wir sie mit Helium. Und dann wird Inge eine ganz neue Stimme haben. Okay, also ich werde mal eins unserer Hochleistungsseile da runterlassen, oben anbringen und dann mit entsprechenden Ratschsystemen mich da mal runterlassen. Ja, ich meine, du kennst dich ja mit solchen Dingen auch durchaus aus. Das ist ja auch momentan. Ihr habt ja Zeit. Ihr habt keine Eile und nichts. Also das heißt, ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwie ranhalten und sonst was. Du bringst die Sachen entsprechend an. Glücklicherweise kannst du die Sachen wirklich festnieten im Untergrund. Auch wenn du schon merkst, dass dieser Stein ist, das ist gar nicht das Metall, aber selbst in diesem Stein, der ja schon zerfressen wurde, hat euer System hat es durchaus Mühe, sich entsprechend festzubohren. Mhm. Und das ist gut, weil wenn es dann mal fest ist, dann hält das auch. Das hält, ja, das hält auch noch ein paar Jahre. Gut, und dann kannst du dich entsprechend daran runterlassen. Du kommst nach etwa 20 Metern von der Spitze runter, vielleicht noch 25 Meter, kommst du in eine größere Kuppel, also wo das Ding wirklich wie so eine Halbkugel ist. Der Boden ist zwar flach, aber der Schacht an sich geht weiter. Also das heißt, der führt von oben, dann kommt diese Kuppel und dann geht der Schacht direkt weiter. Es gibt aber am Rand dieses Schachtes da dann eben tatsächlich so einen 2 Meter breiten Bereich, der eben normalen Boden darstellt. Mhm. Und gibt's da irgendwelche Gänge? Hm? Gibt es da Gänge dann? Oder? Ja, es gibt einen großen breiten Gang, der von der Richtung der Hauptpyramide führt. Mhm. Es gibt einen kleinen Gang, der aber erstmal zu so ein paar Treppenstufen, also da sind ein paar Treppenstufen, dann gibt es einen Gang, der weiter reinführt. Und dann gibt es noch einen weiteren Gang, der Richtung der Treppen an sich führt, die ihr die mittelgroße Pyramide hochgegangen seid. Mhm. Gut, ich gehe davon aus, dass wir alle Funk haben. Ja, ja. Also habe ich bestimmt besorgt. Und beschreib euch, was ich sehe. Und sag halt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, hier ein Basislager zu errichten, dass ihr aus der Atmosphäre rauskommt und oben den Zugang zu versiegeln, dass da erstmal kein weiterer Fallout reinkommt von dieser Atmosphäre. Mhm. Ja, dann ratsche ich mich quasi wieder hoch und sag, Paisy, geh doch mal runter und
kannst hier quasi mit dieser Seil-Grapple-Hook-Pistole quasi versuchen, dann das Seil an den Rand zu ziehen, damit wir dann da unseren Kram hinlassen können. Jawohl, dann werde ich das mal versuchen. Lass mich mal runter. Okay, also du lässt dich entsprechend runter. Ist auch alles machbar, ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, weil das nicht beim ersten Mal funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, aber nach ein paar Anläufen bekommst du das entsprechend alles hin. Das heißt, du hast das Seil jetzt so befestigt, dass ihr von oben einfach direkt runter bis eben zum festen Boden kommt, ohne dass ihr sofort komplett den ganzen Weg runter in den Schacht müsstet. Ja, über was ihr euch aber beide dabei durchaus Gedanken macht, ist, wie eure Baroness da jetzt runter. Runterkommt. Ist eigentlich kein großes Problem. Ich, genauso wie unser Equipment, werde ich quasi das Equipment in das Seil einhaken mit so einem Radsting und dann voraus und das andere Radsting mit benutzen. Okay. Und dasselbe hatte ich auch mit der Baroness vor. Ich wollte nur, während Paisley das Seilsystem unten an die richtige Stelle buxiert, oben die Halterung machen, um, bevor ich das quasi das Equipment dann runterschaffe, da einen entsprechenden Deckel drauf zu spannen, damit die Atmosphäre nicht hier eindringt. Ja, das, was du da hast, ist unterm Strich trotz allem nur ein Provisorium. Klar, das also, ist nur eine Folie, die wird irgendwann, 8 oder 10 Stunden später wird die durch sein. Ja, genau. Aber so lange haben wir Ruhe. Erstmal. So lange habt ihr Ruhe. Das heißt, als erstes unten sind dann tatsächlich die Baroness und Pacey. Was ihr feststellt. Und Inge, ich habe die Tüte einfach dann mit so einem Karabiner eingehakt bei mir am Gürtel. Und Inge an deinem Gürtel, alles klar. Jeder sollte eine Inge am Gürtel tragen. Sehr freundlich, danke. Bitte, my darling. Sehr schön, alles klar, super. Was ihr feststellt, ist, dass die Atmosphäre hier unten tatsächlich eigentlich fast identisch ist zu der Außenatmosphäre. Also es ist auch nicht so, dass hier die Atmosphäre eingedrungen wäre oder so, sondern das ist hier tatsächlich die originäre Atmosphäre, die hier drin ist. Der Unterschied ist, dass es nicht regnet. Also das heißt, der Niederschlag ist nicht da, aber die Atmosphäre hier drin ist tatsächlich genauso ätzend wie die Atmosphäre draußen. Und was ihr auch festgestellt habt, als ihr diesen Rundweg da betretet, das ist gerade im ersten Moment, als ihr da drauf kommt, ist das sehr, sehr befremdlich. Dann da senkt sich der Boden so beim Schritt so ein bisschen ab. Der federt so ein bisschen mit. Das ist so, als wäre der Boden sieht aus wie ein Metallboden, aber das wirkt, als wäre der so eingehängt, aufgehängt. Und als würde der so immer so 1-2 Zentimeter dabei mitwippen, wenn ihr euch da drauf bewegt. Mhm. Okay. Wie ein Schwimmsteg. Okay. Hast du sowas schon mal gesehen, Horatius? Das fühlt sich komisch an. Vielleicht irgendwie gelagert oder abgehängt. Ich würde mal scannen. Guck mal, wo der quasi mit der Wand in der Wand angeschlagen ist, ob man da irgendwie was sieht. Ihr guckt euch das Ganze mal genauer an und stellt fest, dass der Boden tatsächlich gar nicht die Wand berührt. Also da ist etwa so ein Zentimeter Platz zwischen der Wand und dem Boden. Also das heißt, der Boden ist nicht irgendwie wirklich mit der Wand verbunden. Und aus diesen Ritzen kommt eben tatsächlich, und das habt ihr auch schon bemerkt, am Boden hat so einen ganz leichten Nebel, also diesen gelblichen diese gelbliche Atmosphäre, die unter dem eigentlichen Boden hervorzukommen scheint. Und immer wenn ihr euch darauf bewegt, sieht das auch so ein bisschen aus, als würde so ein bisschen Atmosphäre sozusagen hochgedrückt oder geblasen werden. Inge macht mal einen Scan und dann darf die Inge tatsächlich auch mal mit 2W6 würfeln. Nee. Kein Scheiß. Ja, das ist gut, weil ich habe nämlich extra gewartet, dass ich in einer 5 würfeln darf. Das ist gut. Ja, und die Systeme der Inge sind leider mit den Gegebenheiten völlig überfordert. Ja. Leider sind die Sensoren verhindert. Scan nicht möglich.
Nicht schlimm, mein Darling. Mach dir keine Gedanken. Das ist sehr freundlich. Danke sehr. Immer gerne. Möglicherweise stehen wir quasi auf einem Fahrstuhlring. Ich guck mal nach dem Schalter mich um. Also tatsächlich ist hier das Ganze auch glatt. Es ist nicht so, mattiert wie das, was ihr draußen gesehen habt, sondern es wirkt eben tatsächlich insgesamt einfach dumpfer. Aber es hat trotzdem so eine eigene dämmerige Ausstrahlung. Also es sieht aus, als würde diese gesamte Metalloberfläche der Kuppel, als würde sie sowieso fluoreszieren. Also selbst wenn euer Licht da nicht drauf fällt, hat es so einen ganz fahlen Dämmerschein, der davon ausgeht, von dem Metall. Gibt es in meinen Inge-Archiven irgendein Material, das mir einfällt, was das vielleicht sein könnte, das so fluoresziert? Nein, also gerade Metall hat normalerweise nicht die Eigenschaft zu fluoreszieren. Genau. Das ist schon eher ungewöhnlich. Okay, sei es Uran ist oder so. Ja, okay, gut, Touché, alles klar. Aber den Eindruck macht es jetzt gerade nicht. Was natürlich sein kann, ist, dass es mit irgendwas beschichtet ist oder so. Ah. Aber was du hier drin durchaus kennst, ist, dass hier in dem Gesamten so eine ganz schwache elektrische Ladung existiert. Hm. Aber das ist nicht so, als würdest du irgendwie Stromleitung oder sowas annehmen. Es ist mehr so, als wäre das Gesamte hier so ja, leicht elektrifiziert. Okay. Weiter runter oder wollen wir uns einen der Gänge anschauen? Und jetzt passieren schlimme Dinge, weil ich habe Spielleiter-Weg hören und ich bin bereit, sie zu benutzen. Nein! Aus dem Schacht hört ihr plötzlich ein und es kommen drei Gestalten rausgeschossen. Die sehen aus wie im ersten Moment Adler, aber ihr bemerkt sehr schnell, dass die wie unförmige Fledermäuse eher sind, die so mit so großen Flügelschlägen sich da rausschaffen und zwei davon stürzen sich direkt auf eure Baroness. Gott sei Dank, Mann. Ja. Gibt's eine Pumpgun? Ihr dürft allesamt mal einen Wurf auf Geschicklichkeit machen, ob ihr schnell genug hinterherkommt. Wenn ihr einen Wert von 10 oder drüber habt, also A oder drüber habt, kriegt ihr einen Bonus von plus 1. Wenn ihr einen Wert unter 5 habt, kriegt ihr einen Malus von 2. 9. Dann bin ich immer noch bei einer 9. Ich bin bei einer 10. Okay, dann die 10 darf tatsächlich agieren. Yeah! Ich werde mich quasi den Adlern, Fledermäusen, was auch immer, entgegenwerfen. Ja, seine gute Idee. Um sie von der Baroness abzuhalten. Mhm. Weil mit einem Lasergewehr bin ich eher nicht so gut darin. Das dauert jetzt zu lang. Hat man nicht irgendwie so eine Knifte im Raumanzug? Oder ja, wir haben eine Knifte an dem Raumanzug. Aber ich fürchte, nach den Beschreibungen aus dem Logbuch, wird die Knifte die Viecher nicht davon abhalten, die Baroness anzugreifen. Und ich sehe es als meinen Job, dafür zu sorgen, dass der Baroness nichts passiert. Also werde ich dazwischen springen. Sehr gut. Alles klar, das kannst du machen. Damit kannst du natürlich den Angriff auf dich ziehen, was das angeht. Die anderen beiden von euch, ihr könnt agieren, das heißt, ihr könnt euch auch verteidigen, was insbesondere für die Baroness eine gute Geschichte ist. Warum darf ich es nicht mit meinem Stock hauen? Das darfst du gleich, aber erst ist es dran. Du hast dir nur erkauft, dass du dich überhaupt erwehren darfst, weil das wäre sonst sehr unangenehm für dich geworden. Und wie verteidige ich mich? Du kannst tatsächlich dein Handgemenge, weil die im Nahkampf angreifen, dein Handgemengewert als erhöht den Schwierigkeitsgrad für die, dich zu treffen. Und Handgemenge 5. Was? Oh, das reicht trotzdem. Alles klar. Ich habe wirklich, wirklich gut gewürfelt an der Stelle. Das heißt, der eine von denen kommt hoch, fliegt einfach über Horatio drüber und krallt dann
mit die haben so krumme Beine mit aber so richtig langen Krallen dran, krallt er mit sich in deine in die Schulterpartie von deinem Raumanzug. Jetzt muss ich mal gerade kurz nachgucken. Das Scheißding macht da noch Löcher rein. Ja. Das macht da auch noch Löcher rein. Frechheit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Der Schaden als solches ist glücklicherweise gering. Das ist, ich habe eine 1 und eine 2, das ist das Gegenstück zu dem, was ich davor gewürfelt habe. Also das heißt, der Schaden dringt durch. Du merkst auch, wie sich diese Krallen in deine Schulter graben. Jetzt müssen wir mal würfeln, auf welche deiner physischen Attribute sich der Schaden auswirkt. Du darfst mal würfeln. Bei einer 1 bis 2 ist es deine Stärke, bei einer 3 bis 4 ist es deine Geschicklichkeit, bei einer 5 bis 6 ist es deine Ausdauer. Eine 5? Dann ist es deine Ausdauer. Das heißt, der erste Schaden ist ein Punkt auf deine Ausdauer. Die sinkt damit auf 0 für den Moment. Damit bist du nicht tot, aber du bist halt verletzt, weil das Vieh hat dich geschnappt und so. Du kannst doch der alten Frau die Schulter nicht klauen. Also all diese Sprüche kennen wir ja. Und ich habe meine Morphiumpflaster zu Hause. Ich habe doch Rücken. Und der zweite Schaden, darfst du dir aussuchen, gegen welche deiner Attribute es geht. Die zwei gegen die Stärke. Ich würde es auch empfehlen, weil Geschicklichkeit würde dann bedeuten, dass du wirklich schwer verwundet bist. Dann liegst du da und dann kann der Rest. Aber tatsächlich ist es trotzdem schon so, dass der hat dich gekrallt und du merkst auch, wie der dich anfängt, so hochzuheben. Da kommt dir tatsächlich gerade auch dein Gürtel nicht entgegen, weil der ja dazu führt, dass du wenig wiegst. Das heißt, du wirst auch wirklich hochgezogen davon. Und was ihr seht, ich benutze mal meine zweite Spielleiter-Willkür, ist, dass unsere Baroness gerade von dem Vieh über den Rand dieses Abgrunds gezerrt wird. Bevor das Vieh sie dann versucht nachzufassen und dann loslässt und plötzlich seht ihr eure Baroness so in dem Schacht verschwinden. Gut, machen wir doch mal weiter. Gucken wir mal, was sonst noch passiert. Eines von den Biestern greift dich an, lieber Jan. Hast du einen Wert in Handgemenge? Nein. Nicht? Aber ich habe Vielseitigkeit 1. Ja, das zählt nicht. Damit kannst du nur Dinge tun, aber trotzdem mit einem Wert von 0. Also von daher, das kannst du dir sparen. Alles gut. Ja, brauch ich nicht. Na gut. Nein. Ja. Ich habe kein Handgemenge. Nein. Okay, alles klar. Du hast kein Handgemenge. Ja, 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 ja. Aber ich trage ballistisches Tuch unter meinem Raumanzug. Ich weiß. Alles klar. Das, also der Angriff geht dann tatsächlich bei dir auch daneben. Das hat nicht geklappt. Ja. Ich hab noch eine Idee. Ja. Wir haben ja auch ein paar Tools bekommen. Und ja. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich, also das Modul heißt jetzt in dem Fall Inge Willkür, aber da ist noch so eine, ich habe noch so ein Fach in meiner Kugel drin, wo ich so ein Fangseil rausschießen kann. Wie in den Blastern von Star Wars. Moment mal, da kommen wir gleich zu. Erst will ich noch versuchen, hier unseren Pacey zu verprügeln. Du hast einen Dreier-Handgemenge-Wert, ne? Jawohl. Okay, gut. Also du wehrst das Vieh einfach ab. Also das heißt, du hast noch schnell dein Entermesser gezogen und hältst das auf Abstand. Alles klar, kein Problem. Aber die Inge hängt doch sowieso noch mit dem Karabiner an dem Raumanzug von der Baroness. Von daher Nein. kann er einfach seinen Antigraf zünden und die beiden Hanna festhalten. Ja, das ist kein Antigraf. Wie gesagt, nur so eine leichte Schwebevorrichtung. Also die wird für die beiden nicht ausreichen. Ich habe auch noch, ich finde, ich habe ja auch noch ein Mitspracherecht. Ja, wenn dieser komische Vogel mich loslässt, also nur weil der mich loslässt, heißt es ja nicht, dass ich ihn los. Ja, mit meiner Stärke kann ich ja an seinem Füßchen kann ich da auch einen halben Tag hängen, ja? Okay, du darfst eine Probe auf Geschicklichkeit ablegen. Ja. Du musst mit deinen 2W6 nur unter deiner Geschicklichkeit würfeln, dann klappt das.
Ich muss mit meinen 2W6 unter... Seit wann muss man denn in diesem Spiel unter der Geschicklichkeit würfeln? Ich fand das gerade einfach sehr witzig. Das ist aber Spielleiter Willkür. Hast du noch eine? Hey, die zählt dafür noch mit. Das ist mein Vogel. Nein. Also entschuldige mal, du darfst mir gerne einen Malus geben, Freund, ja? Aber wenn du nicht auf dem Sofa schlafen willst heute Nacht, oder in der Badewanne, ja? Hey, das ist Ehefrauenwillkür. Dann biegst du dir hier nicht die Regeln, wie du willst. Ja, wir das ist Ehefrauenwillkür, ja? Okay, Spielerfrauenwillkür ist auch nicht schlecht, oder? Das kann man tatsächlich auch mal einbauen. Spielerfrauenwillkür. Okay, ja, also du kriegst einen Malus von 4 auf den Wurf. Okay, komm. Los, das schaffen wir. Okay, vielleicht schaffen wir es auch nicht. 2. Nicht fallen. Aber nicht nur ein Reroll oder sowas? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den hierfür verwenden würde. Ich auch nicht. Fallschirmmodul kann nicht geladen werden. Sehr schön. Also, egal wie, du stürzt auf jeden Fall jetzt ab. So, ich jetzt und Inge. Ja, du und Inge. Genau, sehr schön. Mein Hallo, ihr habt euch so geliebt, es ist nur gerecht, dass ihr auch zusammen in den Schacht fallt. Möge der Schacht mit dir sein. Gut, also... Horatio, das waren noch 75 Meter ungefähr, richtig? Ungefähr. Sehr schön. Horatio, du bist dran. Ja, ich laufe zum Schacht, schnappe mir unterwegs die Grapple-Hook-Pistole und springe runter. Okay, cool. So, was jetzt total amüsant ist, was du merkst, ist, dass die Baroness so nach 2 Metern im Schacht, also sie ist gerade mal so ein bisschen unterhalb des Schachts, da ist und so ganz sanft absinkt. Und du? gerade an ihr vorbeispringst. Okay, gut. Der Charakter wusste ja nicht, dass sie durchhält, weil sie so einen Levitationsgürtel hat. Okay, gut. Da hätte man drüber reden können. Ist aber auch langweilig. Aber du springst wirklich in diesen Schacht mit der Pistole ganz todesmutig und fällst dann hier so vorbei. Aber Respekt. Ich schieße dann auch. Auf die Baroness. Nein, auf irgendeine Wand, wo mein Grapplehook hängen bleibt. Okay, du darfst tatsächlich dann mal darauf würfeln. Du bist jetzt mit Grapplehook-Pistolen im Fallenschießen nicht unbedingt so richtig vertraut. Du kriegst einen Bonus von +2, wenn du eine Geschicklichkeit von 9 oder höher hast. Hat er A, oder? A. Ah, dann kriegst du einen Bonus von +2. Du schaffst das, Horatio. Ich hoffe. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ich habe eine in einem anderen Leben. +2 ist 9. 9. Okay, also du bist an der Baroness vorbei. Hinterherkommt. Während sie so langsam sanft absinkt. Und drehst dich so um mit der Pistole und bam, schießt den Crablock ab. Der dotzt gegen diesen Schachtwand. Gräbt sich aber nicht rein, weil das tatsächlich auch immer noch dieses Metall ist und rutscht dann da dran runter. Also das heißt, der Grapple-Hook rutscht mit dir zusammen in der Geschwindigkeit weiter runter. Allerdings hast du Glück, weil nach 5 weiteren Metern den Schacht runter, also du bist bestimmt schon 15 Meter gefallen, bevor du überhaupt alles hingekriegt hast, verfängt er sich an der Stelle, wo der, das sieht so aus, als wäre der Gang gebrochen, als hätte sich irgendwas hier tektonisch bewegt. Und das heißt, der Schacht geht nicht einfach gerade runter, sondern hat so eine Bruchstelle. Und an dieser Bruchstelle verfängt sich dann tatsächlich dein Fangseil und der Haken. Mhm. Und du hörst das irgendwie oben so halt knirschen, machen, tun. Und dann macht es halt so richtig BÄM. Und du wirst halt mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert und geklatscht. Ja. Und du darfst einfach nochmal einen Wurf auf Ausdauer machen. Ja. Aber Ausdauer, wenn du eine Ausdauer von 8 oder höher hast, kriegst du einen Bonus von 2. Habe ich nicht. Ich habe eine Ausdauer von 7. Das ist schade. Ich habe 6 gewürfelt. Eine 6 gewürfelt? Okay, gut. Also dir treibt die Luft raus. Ja. Und tatsächlich bist du kurz davor, die Pistole auch loszulassen. Nein! Doch! Okay, du hast aber Glück, du nimmst nur einen Punkt Schaden durch das Ganze.
Jetzt müssen wir mal gucken, auf welchen Wert. Also 1 bis 2 ist Stärke, 3 bis 4 ist Geschicklichkeit, 5 bis 6 ist Ausdauer. 3 bis 4, also auf Geschicklichkeit. Auf Geschicklichkeit, das heißt, du verlierst einen Punkt deiner Geschicklichkeit. Mhm. Also das heißt, du haust dir halt die Knochen an, das tut halt echt weh. Ja. Du bist halt wirklich ziemlich übel da jetzt aufgekommen und der Vorteil, den du hast, ist, dass eben tatsächlich dadurch, dass du diese Pistole wirklich fest in der Hand hast und dass du eben tatsächlich auch einen Raumanzug anhast, der auch eine gewisse Kraftverstärkung einfach drin hat, kannst du dich dann noch dran festhalten. Mhm. Aber das ist wirklich so. Oh. Okay. Und dann schwebt die Baroness an mir vorbei. Nee, die Baroness schwebt zu dir. Ja. Und versucht dich zu sichern. Also tatsächlich kannst du dich daran auch hochziehen, also an dem Ding. Das kannst du auch wieder einziehen. Dann kannst du dich an dem Teil selbst hochziehen, wenn du das. Ja, machst. Aber wenn sich der Haken nur an irgendeine Bruchstelle einer tektonischen Verschiebung angehängt hat, möchte ich da jetzt eigentlich nicht dran wackeln. Okay, also die Baroness kommt ja oben dran vorbei an der Stelle, wo der Haken sich verfangen hat. Mhm. Du kannst dann da gerne gleich mal gucken, nachdem du vorbeischwebst. Ja, sieht scheiße aus. Gucken wir aber gleich. Und in der Zwischenzeit haben wir oben aber inzwischen hier den Pacey und drei Adler. Drei von diesen fliegenden Biestern. Gut, das heißt, wenn du willst, darfst du auch mal zurückschlagen und eines von denen verhauen. Ja, habe ich vor. Als erstes direkt das, was mich angegriffen hat. Ein Entermesser, ne? Ja, ein Entermesser. Okay, die zählen nur als Leder, was ihre Rüstung angeht. Das heißt, du kriegst einen Bonus von plus 3. Und es ist eine Entfernung von kurz. Damit kriegst du nochmal einen Bonus von plus 2. Also insgesamt hast du einen Bonus von plus 5 gegen die im Angriff. Plus den Wurf, den du noch hast für Bonus, wenn du Entermesser hast. Okay, Entermesser habe ich 1. Also insgesamt plus 6. Ja. Das sind deine Gegner. Die wollen dein Entermesser schmecken. Ja, das ist eine 9 gewürfelt. 17. Dann. Richtig. Okay, alles klar. Das reicht, Dicke. Das heißt, du darfst mal würfeln auf deinen Schaden. Das sind die, was macht die, das Entermesser macht 3W. 3W, ja. Mhm. Ja, das war eine 12. Also. Okay, das erste Vieh kommt dir ein bisschen zu nah und du machst gerade so einen Schlag durch. Der eine Flügel fliegt so weg, der andere flattert noch so und dann fällt an der Baroness der Rest von so einem Flattervieh vorbei. Ritzt dich voll mit irgendwas. Pacey scheint es im Griff zu haben. So genau. Ist das nächste Vieh. Ja, dann wird Pacey auch noch von zwei weiteren von denen angefallen. Okay, gut, aber das ist, also für dich ist das alles gerade keine Schwierigkeit, es ist mehr Arbeit, halt die abzuwehren an der Stelle. Ja. Gut, die Baroness kommt in der Zwischenzeit tatsächlich an dieser Stelle vorbei, wo sich der Haken eingeklemmt hat. Wenn du willst, kannst du dich hier auch festhalten. Also da ist tatsächlich auch sowas wie ein schmaler Tritt entstanden, an dem du dich auch festhalten kannst. Und du darfst mal würfeln auf deine Intelligenz. Das ist ein einfacher Test. Du hast eine Intelligenz von Arcus, einen Bonus von 1. Dann sind wir bei 10. Das reicht, Dicke. Du hättest nur eine 5 gebraucht. Also was du bemerkst, ist, dass tatsächlich die also der Haken, so wie er sitzt, sitzt fest. Mhm. Von daher soll es kein Problem sein, dass er sich hochziehen kann. Horatio, der Haken sitzt sehr fest. Ja, sehr gut. Dann werde ich quasi die auf langsam anziehen stellen und quasi die Wand hochlaufen. Genau, damit die alten Knochen das auch aushalten und so weiter. Ne? Ich würde währenddessen der Baroness einen Gin anbieten. Sehr zuvorkommend, Inge, my darling. Aber miss doch mal bitte die Distanz zum Boden oder hinein in die Schwärze. Nee, sehr da gerne. Ist ja noch ein grünes Licht. Ich würde das mal messen. Noch ein grünes Knicklicht. Also von hier aus, wo ihr seid, geht es tatsächlich nochmal 80 Meter weiter runter.
80 Meter. Mhm. Achtung, nicht springen. Ach, ausrutschen gleich dumm. ja, also wie gesagt, das hier ist tatsächlich so eine, ist eine Bruchstelle, wo sich der Schacht halt verschoben hat. Also in der einen Seite geht er über die unteren Teil der Wand, auf der anderen Seite entsprechend ist dieser Absatz entstanden, auf dem ihr jetzt gerade steht. Pacey, my love, wir bräuchten ein Seil. Einen Moment. Halt still! Mann, bist du hässlich! Ja, du hast sie dann auch irgendwann besiegt. Also Anja. Sauber machen und dann guck mal, wo wir ein Seil haben. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ein langes Seil. Es sind 80 Meter ab der Stelle, wo wir stehen. Ihr habt entsprechend also dabei. Also das ist kein Problem. Jo. Welches ist denn das? Das mit dem roten, mit der roten Markierung. Wo mache ich denn das fest? Da an dem. Guck mal, da wo du draufstehst. Ah! Guck mal, ob, da müssten irgendwo Löcher sein. Okay, ich gucke mal. Okay, du erklärst ihm das von unten, was er da tun muss. Also am Ende des Tages habt ihr natürlich auch eine Vorrichtung dabei, die dazu in der Lage ist, das mit Unterdruck entsprechend so festzumachen an dem. Ja. An dem Ganzen, dass das funktioniert, weil ihr kriegt da oben nicht sinnvoll Löcher rein in das Material. Also ich hatte gehofft, da wären welche, aber wenn da keine sind, wir haben einen 1-Zentimeter-Keil zur Wand. Ja. Da könnte man also problemlos was reinkeilen, irgendeinen Haken oder was, also Haken durchschieben, rumdrehen, hochziehen, dann ist das fest und dann hängen wir das drüber. Und sobald das Seil am Boden ist, kann man daran dann Leute runterlassen. Okay, ja, also wie gesagt, ihr kriegt das auf jeden Fall dann fest. Das dauert halt einen Moment. Ihr beide, die ihr da unten auf diesem Absatz sitzt, auf dieser Bruchstelle, ja. Ihr dürft beide mal würfeln. Für eine Intelligenz von A oder höher kriegt ihr einen Bonus von +1. Ein Bonus von +3, sagtest du? Eins. Entschuldige, +9 dann nur. Ja, ich habe dann 6. Okay, gut, alles klar. Ihr sitzt da, wartet halt, bis irgendwann das Seil runterkommt entsprechend und ihr hört das so. Sehr gut. Dann werde ich das Seil nutzen, um erstmal hochzugehen. Mhm. Weil oben ist die ganze Ausrüstung und alles. Mhm. Und dann Pacey runterschicken, dass er sich um die Baroness kümmert und mit ihr zusammen nach unten geht und ihm dann den ganzen anderen Scheiß runterschicken. Okay. Also das heißt, ihr macht euch weiter den Schacht runter. Jo. Ich kann ja auch eigentlich runterschweben mit meinem Gürtel, oder? Ja. Offensichtlich. Jetzt wissen wir das. Soll ich nicht erstmal die Lage unten vorauskundschaften? Auf jeden Fall. Na? Also schwebst du vor? Na, ich schwebe nicht vor, aber... Nein, ich meinte Pacey. Ja, ich an dem Seil. Sehr schön. Okay, ich schwebe also das hinterher. Heißt, du lässt dich zuerst runter. Ja. Okay, alles klar. Aber ich bin vorsichtig. Wo eine Fledermaus ist, sind noch mehr von diesen Flatterviechern. Deswegen gucke ich jetzt. Ja. Wenn er da runter geht, Markus. Ja. Werde ich oben Daisy aufgebaut haben. Ja. Und darunter sichern. Darunter sichern. Okay, alles klar. Du, also wenn da was kommt, wird es von deinem Lasergewehr weggebratzelt. Das ist der Plan. Den Teil kann ich nachvollziehen. Gut. Also, du machst dich auf den Weg vor deiner Baroness unten anzukommen, lieber Pacey. Und kommst an und hast wieder eine, also ähnliche Situation, so wie ihr sie schon oben in dieser ersten Kammer hattet, also selbe Abmaße, auch wieder so eine große Halbkugel. Allerdings geht es hier nicht noch weiter runter, sondern hier ist tatsächlich Boden, also auf dem Boden liegt dann auch immer noch das euer gelbes Knicklicht. Was hier auf dem Boden noch... Flatterding. Ja, genau, Reste von einem toten Flatterding. Und zusätzlich auch noch weitere Tierreste.
also oder irgendwelche Viecher. Die meisten davon tatsächlich eigentlich nur noch so Knochen, Abfall, aber auch Dinge, wo du sagen würdest, das ist wahrscheinlich sowas wie Kot oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Boden, auf dem du hier aufkommst, hat eine ähnliche Bewegung, also wie der oben, aber hier dann in dem Fall der ganze Boden, wobei sich das natürlich ausgleicht. Das heißt, du spürst unter dir, dass der Boden sich bewegt, aber nicht ansatzweise so stark wie oben, weil es ja da nur dieser Ring war. Und es gibt vier Gänge raus, wie du siehst, ein breiter, der in dieselbe Richtung führt, also Richtung der großen Pyramide, wie oben auch schon. Und dann drei weitere Gänge, die eben jeweils im 90-Grad-Winkel eben hier rausgehen. Vor einer von diesen Ausgängen liegen tatsächlich ganz viele von diesen von so Tierresten und Sachen. Also wirklich wie so ein, sieht aus, als hätte irgendjemand da so Kadaver aufgehäuft. Also jetzt nicht so, dass die alle frisch sind, sondern die sind eigentlich alle schon ziemlich mitgenommen. Wobei du nicht genau sagen kannst, liegen die hier seit einem Jahr oder seit einem Tag, weil du einfach wegen der Säure und der ganzen Atmosphäre da kein echtes Gefühl dafür entwickelt hast bisher. Aber viel spannender ist in dem Gang, der genau auf der anderen Seite liegt von diesem großen Gang, liegt in so einem kleinen Durchgang eine wirklich mächtig große Kugel. Und zwar Meter. Eine große Inge. 50, ja, also ja, tatsächlich sowas wie eine große Inge. Allerdings hängen aus der auch noch Dinge raus. Also sprich, es hängt sowas wie ein Kabel raus, und zwar schon ein dickes Kabel, also so ein Kabel. Mhm. Das durchaus, und auf der anderen Seite, also die hat auch so einen Mittelstreifen drauf, der anders aussieht als diese Vollmetall- Beschichtung, die sie hat, und sie sieht, das Ganze sieht auch aus, würde die schon ewig hier liegen. Also sprich, die ist auch bedeckt mit diesem Vogelmaterial oder diesem Viechermaterial und irgendwas, also ähnlich wie der Rest des Raumes, deswegen hast du die auch auf den ersten Blick erstmal gar nicht entdeckt, weil war halt Teil des Ganzen, erst als du halt hingeleuchtet hast. Und auf der einen Seite unten sieht es auch so aus, als wäre da irgendwie was, wäre sowas wie eine Art Einschussloch an diesem an dieser Kugel. Und ja, die liegt da. Yo, Horatius. Hörst du mich? Jo. Sieht echt abgefahren hier aus hier unten. Ich stehe in einem Riesenklo. Eingang sieht aus, als wäre es die Vorratskammer von irgendwas. Und da liegt eine abgefuckte große Kugel mit einem Einschussloch. Komm doch mal runter. Irgendwas frisst irgendwie Vögel und schießt auf Kugeln. Das ist nicht sehr nett. Das kann ich nicht beschreiben. Okay. Mach dir keine Sorge, Inge, my darling. Wir passen auf dich auf. Dann hier wird nichts passieren. Ich verspreche es. Dann schicke ich erstmal das Equipment runter. Mhm. Und dann schicke ich mich runter. Mhm. Sichere. Und dann, Baroness, ihr könnt jetzt nach unten gleiten. Ich bin ja schon langsam geklitten, ja, und gleite jetzt die letzten Meter, und ich tätschel Inge derweil, weil sie doch sehr beunruhigt wirkt. Das mache ich auch manchmal mit meinem Computer. Also sehr freundlich, danke. Sehr schön. Gerne, Inge. Wie gesagt, sorge dich nicht. Alles wird gut. Ja. Gut. Also ihr kommt unten an, allesamt. Situation wie beschrieben. Gut. Wenn sich nach irgendwie ein paar Minuten irgendwie nichts rührt, werde ich meine Daisy irgendwie abstellen und sagen, gut, dann schaue ich mir das mal an. Und gehe mal auf die Kugel zu. Mhm. Und will mal gucken, was das ist. Ich bin Scout, das ist meine Aufgabe. Ich gehe Horatius hinterher. Mhm. Na dann,
bleibe ich mal bei der Baroness und sichere mir immer noch hinten so ein bisschen die Umgebung, weil Fledermausland. Fledermausland. Sehr schön. Ich würde wieder scannen, wenn es geht. Du scannst wieder? Okay, du darfst auch nochmal wieder würfeln, ich bin nicht so. Oh, ich lasse sie auch frei. Also, ich lasse die Inge frei. Ich habe immerhin auch eine 7. Das ist eine gute Idee. Oh. Also ich weiß nicht, man soll eine Inge nicht von der Leine lassen in so unbekanntem Terrain. Keine Sorge, ich bin nicht in meinem Kampfmodul geladen. Jetzt alles weggeballert schon. Sehr schön. Also du scannst und du, was du auf jeden Fall mitbekommst, ist, also A, von der Kugel geht keinerlei Energie aus. Danke. Und zum anderen, sie besteht definitiv aus einem anderen Material als die restliche Pyramide. Ah, also diese Kugel scheint tatsächlich aus einem anderen Material zu bestehen als die übrige Pyramide. Können wir uns von ihr eine Ecke abschneiden? Von der Kugel eine Ecke abschneiden. Ja. Ich untersuche erstmal das Einschussloch, ob das tatsächlich ein Einschussloch ist und wenn ja, was da geschossen hat. Okay. Also die, ja, das ist ein Einschussloch und das scheint eben tatsächlich auch Teile innerhalb dieser Kugel beschädigt zu haben. Was du da drin siehst, ist eindeutig irgendeine Form von Vertratung, Elektronik, Dinge. Wobei du dir nicht hundertprozentig sicher bist, was es genau ist. Es hat teilweise eher so einen kristallinen Charakter. Mhm. Also irgendwas, was du in der Form gar nicht kennst. Mhm. Und da scheinen eben tatsächlich auch so Kristallstreben verschiedener Farbe drin zu sein. Also bist ein bisschen überfragt, als du in das ganze Ding so reinguckst. Mhm. Und was hat da geschossen? Ist das ein Projektil gewesen oder ein Laser? Oder? Es muss irgendeine Form von Energiewaffe gewesen sein. Also Laser oder Plasma. Ja, also was es genau war, kannst du vom Effekt jetzt hier nicht sagen, weil du auch nicht genau weißt, wie widerstandsfähig war die Kugel eigentlich. Was du aber schon siehst, ist, dass die Wirkung schon verheerend groß ist oder verheerend groß gewesen sein muss. Weil diese Kugel, auch wenn die jetzt nicht unbedingt so den Eindruck macht, die sieht wirklich ein bisschen aus wie eine größere Version von Inge, wenn auch mit anderen Elementen noch. Aber die hat eine sehr massive äußere Hülle gehabt. Also von gut und gerne 10 Zentimetern. Und wenn du 10 Zentimeter von was auch immer für ein Metall um dich herum packst, gehst du eigentlich erstmal davon aus, dass das vielleicht einen Moment hält. Ja, ich würde mal gucken, ob ich eine Probe von diesem Metall kriegen kann, weil wenn da eine Brand- oder sonst wie Stelle ist, kann man vielleicht da am Rand irgendwie mal was abfeilen, abbrechen, abschneiden, um eine Probe von dem Metall zu haben. Ja, definitiv. Definitiv. Gut, also Inge schwebt jetzt frei rum. Also wir haben jetzt eine freischwebende Inge, habe ich das richtig verstanden? Das würde mich freuen. Ja. Ich würde gerne rumschweben. Ich weiß, sie hat einen großen Freiheitsdrang, deshalb habe ich sie natürlich auch direkt wieder vom Haken gelassen. Also gut. Nur, dass wir das festhalten, das ist jetzt wirklich wie so ein Robohund, ja, den du dann loslässt und frei rumschwebst. Such! Ja. Such, Inge! Such! Nein, Inge, mach Fotos bitte von dieser Kugel. Ja, ich. Kannst du sie ein bisschen von diesem Schmutz befreien? Wir sollten das hier alles dokumentieren. Jawohl. Sehr gerne. Okay. Dann hole ich irgendwie einen Besen aus der Ausrüstungskiste und fange an, die Kugel zu kehren. Also du fängst an und wischst den Staub runter und alles. Was du sehr schnell merkst, ist, dass das schneller geht, als du es erwartet hast. Also es ist nicht verkrustet oder irgendwie sowas dann dabei, sondern in dem Moment, wo du es halt wegwischst, hast du es wirklich komplett weggewischt eigentlich. Und drunter kommt tatsächlich eine hochpolierte Kugel zum Vorschein. Wie gesagt, mit einem etwa so
20 cm breiten Streifen, einmal um die Mitte der Kugel herum, der eher sowas, während der Rest so chrom ist, schön metallic, ist das sehr, sehr dunkel, wirkt ein bisschen wie Obsidian oder sowas, würdest du sagen. Und jedes Mal, wenn Inge dann eben da Aufnahmen macht an der Stelle. Natürlich auch Scheinwerfer auf, wir wollen ja was sehen. Ja, wollt was sehen, ja. Schick, schick, schick. Habt ihr allesamt auch so das Gefühl, als würde die gerade diesem schwarze Mittelteil dieser Kugel, als würde das das Licht fast so ein bisschen wie aufsaugen. Okay. Und als du um diese Kugel herumfährst, Inge, hast du plötzlich eine Art von Verbindung. Also das heißt, du empfängst plötzlich ein Signal. Und dieses Signal verbindet sich mit dir innerhalb von ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Also so wie Schnick. Also bevor du überhaupt auf die Idee kommen kannst, in irgendeiner Weise darauf zu reagieren oder sowas, durchbricht das einfach mal sämtliche deiner Firewalls und allem, was du entsprechend dabei hast. Und das Einzige, was ihr bemerkt, ist, dass Inge so um diese Kugel halt rumfährt und plötzlich boom, nein, fällt die Inge einfach aus der Luft und bumpf, fällt auf den Boden. Und ihr hört nur so ein Knirschen, falls die Kugel eben auf den Boden aufschlägt. Ich spring zu Daisy. Ja, okay, Daisy, guck, was da mit Inge ist. Ja. Bin ich out? Ja, du bist weg für den Moment. Jo, ich bin weg. Inge! Inge? Inge. Inge, my darling. Inge. Also sie ist aus. Also tatsächlich, da blinkt auch nichts mehr, also gar nichts mehr. Der Roboter ist aus. Vielleicht war der Akku nicht voll aufgeladen. Ich ziele in den Gang hinter Inge und der Kugel. Weil möglicherweise kam von da ja irgendwie ein EMP-Angriff oder irgend sowas. Deswegen sichere ich den Bereich. Alles gut, ja. Ich sacke Inge wieder ein, tue sie wieder in ihr. Wenn du vor die Kugel treten möchtest, sage ich, Baroness, das ist keine gute Idee. Möglicherweise wurden wir gerade von da aus angegriffen. Lass es Pacey machen. Dann gehe ich und sammle Inge ein. Sehr schön. Ja, du sammelst. Hey, wir haben einen Job! Ja, absolut. Und ihr nehmt den ernst. Ich finde das toll. Klasse. Ich meine, hallo? Ich mag meine Jungs. Weißt du, wie teuer so ein Raumschiff ist? Weißt du, wie lange ich brauche, bis ich das abbezahlt habe? Jeder braucht Ziele. Es ist ein dreckiger Job, aber ja, ich weiß. Gut. Ja, also du sammelst die Inge wieder auf und die ist tatsächlich komplett aus. Das ist beunruhigend. Wo schalte ich denn das Ding ein? Wir werden sie im Schiff in die Ladestation packen müssen. Okay. Irgendwas hat sie ausgeschaltet oder ihre Energie abgesaugt. Du kannst sie hinten dann, in der Ausrüstung ist eine Batterie, du kannst sie da anklemmen. Dann gehe ich mal hin. Also das Ding hier? Einen Energiespeicher haben, der unsere Scheinwerfer und Presslufthammer und sonstige Dinge betreibt. Da kannst du wahrscheinlich auch Inge anklemmen. Probier ich das mal. Okay, also du gehst hin, klemmst die Inge da dran an. Also das ist natürlich, hast du da einen Aufsatz, wo du die draufsetzen kannst. Das ist halt per Induktion. Und es dauert keinen Sekundenbruchteil, nachdem du sie da draufsetzt, als ihr so ein ganz lautes Geräusch hört, wie so ein, also ganz hoch, also es tut wirklich weh in den Ohren, und zwar euch allen. Was ihr seht, ist, dass die Energieanzeige an eurem Komplettakku, der dafür da ist, hier stundenlang Maschinen zu betreiben und Dinge und so weiter und so fort, in 3 Sekunden von komplett voll auf leer geht. Und dann sehen wir nichts mehr, weil unsere Lampen ausgehen. Genau, und dann ist auch Licht aus, Lampen aus, alles aus. Es ist stockdunkel um euch herum. Das Einzige, was noch an ist, sind die
sind die Lichter innerhalb eurer Raumanzüge, also die Innenlichter. Und was ihr dann seht, ist plötzlich im Dunkeln, wie ein roter Punkt auftaucht, so ganz leicht so bing, 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 groß wird, aus Richtung dieser Kugel und anfängt so sich entlang eines schwarzen Streifens zu bewegen. Ich schalte von externer Speisung auf interner Tornister bei Daisy um und visiere die Kugel an. Und das ist die ideale Stelle, um zu gucken, wie es nächstes Mal weitergeht. Du Monster! Plötz, was tust du? Eine Woche warten. Nein, 2 Wochen warten. Nein! Doch, kein Scheiß. Also, nächste Woche werden wir leider Traveler nicht weiterspielen können. Das kriegen wir in der personellen Besetzung so nicht hin. Und jeder hat es verdient, dass er nächste Woche auch mit teilnehmen darf. Wir wollen ja alle wissen, wie es weitergeht. Was ist mit dieser Kugel? Was ist mit der Inge? Und warum zum Teufel sind bisher keine weiteren Fledermäuse aufgetaucht? Also, es gibt noch einiges und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch in 14 Tagen Freitag wieder mit dabei seid, wenn wir mit unserer Classic Traveler Kampagne weitermachen, um dieses leicht abgewandelte und immer noch extrem geile Abenteuer aus dem Regelbuch mit euch zusammen weiterzuspielen. Das war großartig. Eine sehr Frage habe ich aber. Ja. Jan, hast du genug Klicklichter dabei? Ich hoffe. Ob diese komische Scheißkugel auch davon die Energie saugen kann? Offensichtlich ja nicht. Oder vielleicht liegt es zu weit weg. Wer weiß das so genau? Also diese Klicklichter sind halt chemische Energie. Wer weiß, was das kann? Ja. Das habe ich so jetzt nicht kommen sehen hier. Also ich kann euch nur sagen, ihr wart eine wundervolle Gruppe. Also es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war großartig. Ich freue mich sehr darauf, mit euch jetzt dann das weiterzumachen, vor allen Dingen auch weiter dann die Kampagne und so. Ah, da werden tolle Sachen noch kommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben und dann entsprechend wieder mit einzuschalten. Denn selbst wenn wir jetzt nächste Woche nicht Traveler haben, haben wir ja trotzdem Dinge, die nächste Woche stattfinden. Ja. Nicht wahr, Inge? Hehehe. Ich muss zugeben, übrigens, wenn ich das ganz kurz noch anmerken darf, mehrmals als du Dinge gesagt hast, war ich tatsächlich versucht, darauf zu reagieren. Also, und nicht mal jetzt aus Spaß, sondern war ich so wirklich so, Moment, hat er jetzt vielleicht doch Inge gesagt? Gut, das nur dazu. Ja, nächste Woche, wenn alles glatt läuft, ich scheue mich hier noch vor einer absolut definitiven Aussage, dann werden wir nächste Woche ja unter anderem das Deadlands Crowdfunding starten für Savage Worlds und dazu werden wir natürlich auch einen Stream machen. Leider wird es noch kein Let's Play geben diese Woche, das wird so nicht klappen, weil ich halte es für eine grobe, große Frechheit, diese Menschen auch noch Privatleben haben und mir gesagt haben, sie können da nicht. Also es ist haben wir das nicht per Mehrheitsentscheid abgeschafft? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, es ist Frechheit. Naja, aber da wird auf jeden Fall was kommen. Aber freut euch da schon mal drauf. Und es sind noch ein, zwei Dinge geplant. Ich kann euch allerdings an der Stelle, muss ich ganz ehrlich zugeben, noch keine absolute, hundertprozentige Sicherheit geben. Deswegen, bevor ich was Falsches verspreche, Machst du richtig. Mach ich richtig. Ihr seht ja, es ist die Inge ist ausgefallen. Die muss gerade erst wieder rebootet werden und dann kann sie euch tatsächlich bessere Aussagen machen an der Stelle. Das ist, der ist die Energie abgesaugt worden, könnte man sagen. Ja. Ja, ich bin ganz übrigens sehr dankbar für die Sympathien, die uns vom Chat entgegengebracht werden, was die Privatleben und sowas Sachen angeht. Ja, weiß ich zu schätzen. Ich bin von dem Konzept noch nicht überzeugt, aber guck. Ich setze dann einfach mal die Inge bis nächste Woche auf, ja, das kriege ich schon hin. Genau. Danke, Chris, danke. Wird die Inge wieder aufgesetzt. Also, auf jeden Fall die Woche drauf, könnt ihr euch aber drauf freuen, da haben wir nicht nur Traveler, sondern da haben wir natürlich auch die alten Männer wieder. Ne? Oh yeah, oh yeah. Großes Jubiläum, die alten Männer feiern ihren 50. Oha.
Das ist ja kein Alter. Man darf sich doch nochmal jung fühlen. Also, ja, wir haben hier den lebenden Beweis, dass man bei Traveler da noch nicht tot ist. Aber fast. Ja, genau. Wenn man dann einmal von der Kralle getroffen wird, macht es, oh, das ist kaputt. Das war aber so mein Highlight. Ich habe auch voll vergessen, dass sie diesen Schwebegürtel hat und dachte mir, der lässt die jetzt eiskalt über diese Klippe springen. Ernsthaft. Und dann der Jan. Hey, der. Mir war halt vor allem nicht klar, dass der Schwebegürtel halt wirklich das kann. Also, dass der so. Mir war das auch nicht klar. Dass der so eine krasse Power hat, dass der mich da tragen kann. Ja. Hast du uns gekriegt, Markus? Ja, aber ich hatte viel Spaß. War großartig. Hammer. Sehr gut. Also von daher, nächste Woche werden Dinge passieren. Die Inge wird noch herausfinden, was. Und die Woche drauf haben wir auf jeden Fall wieder alte Männer. Wir feiern unseren 50. Yeah. mit Special Guest. Und wir haben dann natürlich danach wieder ein sehr cooles Unearthed. Mal gucken. Ja, und Verlagsinsight kommt dann auch wieder. Verlagsinsight, ja. Und ja. Traveler. Und es wird geil. Also auf jeden Fall, ihr müsst wieder mit einschalten. Wir freuen uns schon auf euch und jetzt erstmal euch noch einen wunderschönen Freitagabend, ein tolles Wochenende und genießt den Pfingstmontag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.